Hallo, ihr Freizeitpark-Traveler da draußen. Es ist Zeit für eine neue Folge des Freizeitpark-Traveler-Podcasts mit mir, dem Jens, und natürlich, wie soll es auch anders sein, dem lieben Stefan, dem Freizeitpark-Traveler. Hallo, Stefan. Hallo, lieber Jens, da sind wir wieder. Ach, und es gibt einiges zu erzählen, gell? Ja, und ich glaube, auf diese Folge haben sich ganz viele gefreut, weil... Inklusive wir. Ich glaube... Generell, und wir können es ja schon vorwegnehmen, es dreht sich heute alles um den Europapark. Und ich glaube, so in unserer Historie von den ganzen Folgen ist die Europapark-Folge immer mit Abstand so die beliebteste und die meist aufgerufenste Ever-Folge gewesen. Und von daher, ja, glaube ich, schließen wir uns da heute auch mal dem ganzen neuen Themen da noch an. Ja, und der Europapark ist ja sowieso aktuell in aller Munde. So ein bisschen natürlich, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr zu Recht auch aktuell. Aber ich finde das sehr spannend, diese Folge zu machen, weil wir mal so ein bisschen mit was aufräumen können. Weil irgendwie aktuell fokussiert sich alles auf eine neue Bahn, die neue Achterbahn schlechthin, Voltron Nevera. Und da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Du durftest sie, also wie viele andere, sie hat ja jetzt schon ganz regulär geöffnet, aber du bist sie schon gefahren. Darüber müssen wir natürlich reden, aber es gibt auch ganz viel anderes. Und das ist selbst bei mir so ein bisschen untergegangen und jetzt erst so ein bisschen der Vorbereitung auf die Sendung hochgekommen, was es sonst noch alles Neues gibt. Wahnsinn, weil es gibt noch ganz viele andere Sachen für Menschen, die vielleicht sagen, oh nee, hier so Voltron sieht mir zu wild aus. Es ist noch anderes Spannendes und das alles erzählen wir euch heute. Ja. Also, und ich habe es auch schon im Vorgespräch gesagt, also ich habe ja den Europapark jetzt schon ganz, ganz oft auch in den letzten Jahren in meinem Leben generell auch besucht, aber der letzte Aufenthalt war wirklich besonders, weil ich hatte das Gefühl, als wenn ich irgendwie 12 Jahre nicht mehr im Park gewesen wäre, und es hat so viel Neues auch geöffnet, nicht nur der neue Themenbereich rund um Kroatien, sondern drumherum, und da gehen wir heute auch mal durch, was ich auch alles schon testen konnte, was schon offen hat, was ich empfehlen kann, was vielleicht auch nicht. Und ich würde auch sagen, Voltron, Nivera und Kroatien heben wir uns vielleicht ein bisschen für später auf. Ja, ja. Um dann nicht gleich mit dem absoluten mega krassen Highlight zu starten, sondern ich würde ganz gerne auf den Themenbereich Österreich mal eingehen. Mhm. Denn, und das haben ja viele mitbekommen, Österreich mit den zwei auch schon sehr traditionellen, sehr beliebten Attraktionen, Alpenexpress Enzian und natürlich die Tiroler Wildwasserbahn, ist es ja nicht so gut ergangen, um das vielleicht mal ganz vorsichtig nochmal entsprechend zu benennen. Und ich glaube, wir waren alle traurig, als wir gesehen haben, dass halt ein Brand diese Attraktionen relativ dahingerafft dann auch haben. Und umso erstaunlicher ist, dass wirklich nach wenigen Monaten Bauzeit der gesamte Themenbereich Österreich wie im neuen Glanz dann auch erstrahlt und die Attraktionen wieder zurück sind. Wahnsinn. Und es hieß ja am 14. Mai, je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist ja die offizielle Eröffnung von diesem neuen oder den alten neuen Themenbereich. Aber der Europapark hat sich dann einfach überlegt, hey, machen wir doch ein Soft-Opening und öffnen jetzt schon den gesamten Themenbereich, sodass man schon jetzt alles entdecken kann, ausprobieren kann, fahren kann. Und es gibt auch ganz, ganz viele Neuheiten. Und das hat mich ja auch wirklich sehr gefreut, dass nicht nur Kroatien jetzt neu eröffnet hat, sondern auch fast zeitgleich auch Österreich, sodass auch die Menschenmassen auch so ein bisschen entzerrt werden. Aber sind es denn die alten neuen Sachen? Also ich meine, ne, so schlimm das natürlich war mit dem Brand und am Ende des Tages ist ja zum Glück niemand jetzt, kein Mensch zu Schaden gekommen. Natürlich finanziell für den Europapark ist es vielleicht was anderes, wobei es auch wahrscheinlich Versicherungen gibt, aber wie auch immer. Erstmal war das ja so dass die beste Nachricht, dass es allen Menschen irgendwie gut geht, allen Besuchern, Besucherinnen und Menschen, die da arbeiten. Aber man denkt ja so, ja, natürlich blöd, aber man ist ja immer auch froh, wenn was Neues gebaut wird. Und das bietet ja irgendwie dann auch die Chance dazu. Und dann hat man natürlich so Artwork gesehen, dachte, oh, okay, das sieht ja dann doch echt schick aus und doch was Neues. Das interessiert mich was am meisten, bevor du in die Details gehst. Hat man das Gefühl, dass das Alte ist wieder auferlebt oder ist es was Neues oder wie fühlt es sich denn an? Also es fühlt sich anders, wenn es nie weg gewesen wäre. Okay. Also das liegt auch daran, dass natürlich die Streckenführung nicht nur vom Alpenexpress Enzian, sondern auch von der Tiroler Wildwasserbahn 1:1 gleich geblieben ist. Okay, also das heißt, man hat es wieder aufgebaut. Genau, also man kommt in diesen Themenbereich und ich meine, es ist ja auch nicht alles abgebrannt gewesen, sondern ja nur ein Teil. Also das heißt auch die Station von der Tiroler Wildwasserbahn und auch, also
ganz, ganz viele Details, die vorher auch schon da waren, die sind auch nach wie vor dann auch da. Also es hat sich wirklich so angefühlt, dass wenn man jetzt gefühlt ein Jahr nicht mehr da gewesen wäre und jetzt kommt man halt zurück und es steht halt wirklich alles so, wie man es halt irgendwo dann auch kennt. Und ich glaube, auch das war halt wichtig, weil diese Attraktionen ja auch mit sehr viel Herzblut bei den Gästen auch verhaftet dann auch sind und jeder da schöne Kindheitserinnerungen dann auch hat. Und diese Halle, und ich meine, das war ja so der größte Aufreger, wenn man das vielleicht auch schon so benennen kann im Internet, war ja, dass ja diese Edelsteingrotte nicht mehr so aufgebaut wird, wie man es halt auch damals kannte, sondern dass ja schon die Thematisierung und die Art und Weise, wie diese Attraktionen jetzt auch in diesen Themenbereich integriert sind, ja ganz, ganz anders auch umgesetzt worden sind. Mhm. Und das ist wirklich ein absolutes Upgrade, also nicht nur diese neuen Gebirge, die da auch entstanden sind, sondern, und das ist auch so ein Tipp, wo ich sagen kann, das darf man nicht verpassen, ist der Yomi Abenteuer Trail, den es ja vorher gar nicht gab. Also das heißt, man hat jetzt nicht nur die neuen Attraktionen, sondern es gibt jetzt, sag ich mal, um diese Attraktion drumherum einen neuen, aufregenden Adventure Trail, wo man wirklich in luftiger Höhe dann auch nach oben klettern kann. Es ist wie so ein Rundweg, wo man ganz nah auch an die Attraktion auch herankommt. Und das hatte ich so im Vorfeld, ja, ich habe davon gelesen und ich habe auch gesehen, was da auch entsprechend so gebaut wird. Aber jetzt mit Hängebrücken, Kletterelementen, Rutschen, also das ist wirklich was einfach, ja, besonders irgendwie ist und diesen ganzen Bereich nochmal extra aufgewertet hat. Ich fand ja schon vorher diese Edelsteingrotte irgendwie toll, weil es ist ja immer irgendwie cool, also vor allem für uns Freizeitpark-Fans, also zwischen so einer Attraktion durchlaufen zu können. Ne? Man konnte ja da durchlaufen und dann fuhr ab und zu über die Bahn vorbei und ich fand das schon großartig, aber jetzt dann auch noch drüber laufen zu können, also das, vor allem sieht das aus, natürlich ne, auf dem Konzeptart und auf dem Bild natürlich irgendwie Kinder drauf, aber das ist ja, glaube ich, was für Jung und Alt, oder? Wie war das so? Also ich sehe da meine Kinder durchrennen, aber mich nicht nur hinterherrennen, sondern auch Spaß da haben und eben diese Einblicke, ne, so Bahnen, so Attraktionen von allen Seiten mal betrachten zu können, mega, mega toll. Wie ist es da so geregelt? Steht man da an oder läuft einfach jeder einfach durch oder wie? Du triffst auch schon so den ersten Knackpunkt. Es ist halt schon sehr voll gewesen. Also ja, klar, es ist eine neue Attraktion. Die Wege sind jetzt auch nicht so die breitesten, sodass da halt sehr, sehr viel Trubel war. Und man kennt ja schon diese Art von Adventure Trail, auch vom Phantasialand, auch mit diesen Wasserfall, den man dann auch so hochklettern dann auch kann. Und das Gute ist jetzt, im Europapark gibt es so zwei Wege. Einmal so einen ganz normalen, ich sag jetzt mal Rundweg, der für alle dann noch ist, wo man dann so, also man muss Treppen mögen, weil es geht mal rauf, mal runter, dann wieder runter, mal wieder rauf. aber kommt halt wirklich in so einem schönen Rundgang dann auch wirklich an alle Attraktionen dann auch ran. Und dann gibt es noch den Steinbockpass. Und da muss ich sagen, holla die Waldfee, also da muss man... Also wenn man ein Kind ist, ist das, glaube ich, echt ein Riesenspaß, weil es ist halt einfach enge Gänge, enge Kletterelemente. Und ja, man kann das auch als Erwachsener tun, aber man sollte wirklich keine Angst vor engen Räumen haben. Okay. Und gut klettern können, weil es geht A, richtig nach oben, B, es ist super anstrengend. Und auch da, wenn man mal andere Stories auch mal von anderen Menschen noch gesehen hat, also jeder pustet und also das ist wirklich auch unübersichtlich. Also es ist schon einfach, wie der Name schon sagt, ein Abenteuer-Trail. Weil man weiß gar nicht so richtig, okay, wo geht's jetzt lang? Plötzlich ist man ganz oben, da ist so eine riesige Berghütte dann auch. Der Ausblick ist wirklich gigantisch. Ich glaube, das waren irgendwie so 20 Meter oder sowas. Das hört sich jetzt nicht so atemberaubend an, beziehungsweise, genau, Höhe bis 12 Meter. Sorry, es fühlte sich an wie 20 Meter. Aber es fühlt sich einfach an, als wenn man irgendwie jetzt in den Lüften irgendwie wäre. Man hat einen super Ausblick auf den gesamten Themenbereich, generell auch auf den Europapark. Ganz neue Blickwinkel, die man vorher dann auch nicht hatte. Aber man muss es auch nicht machen. Also man kann entsprechend den Rundweg nehmen, man kann, sag ich mal, auf diesem Steinbockpass nach oben klettern. Aber es gibt auf jeden Fall viel zu sehen. Und das ist, wie gesagt, auch so vielleicht der Knackpunkt, wo es ja im Phantasialand dann sehr gut geregelt ist, dass es ja so eine Richtung geht, in dem man dann auch laufen kann, ist es halt im Europapark so querbeet. Jeder kann rauf, runter, also es kommen dir dann halt auch Leute entgegen und dafür sind halt einfach diese Kletterpfade auch nicht ausgerichtet. Also
wenn ich da vielleicht einen Verbesserungsvorschlag durchgeben könnte, dann einfach irgendwie so one way, dass man sagt, okay, nur von hier nach oben oder andersrum oder sowas, weil ja, wenn sich dann halt 2, 3 erwachsene Menschen entgegenkommen, da hast du halt einfach nicht so viel Platz dann auch. Und ja, ja, es ist wahrscheinlich eher Zielgruppe Kinder, aber man will das ja trotzdem auch ausprobieren. Und ich habe das auch gemacht und fand das auch echt ganz witzig, da auch ja einfach so diesen Themenbereich nochmal ganz anders dann auch zu sehen. Genau, drumherum ganz, ganz viele Dekorationen. Die Yomis sind ja auch Bestandteil. Die kennt man ja, sag ich jetzt mal, schon von der Bootstour rund um Josefina. Und ja, die sind jetzt auch in den Themenbereich dann auch eingezogen. Aktuell, und das sagt auch so ein bisschen Soft Opening, dass die Attraktion jetzt noch nicht final fertig ist. Also die Attraktionen fahren schon, aber Thematisierung, das hat man auch noch gesehen, da sind die noch nicht ganz fertig. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen. Es gab dann schon so ein paar Ecken, die waren noch so ein bisschen karg. Das kennt man ja vom Europapark nicht. Genau, aber Yomis hat man auf jeden Fall schon gesehen. Es ist auch ein richtig cooler Drache auch integriert worden in diese Bergwelt. Und es gibt auch Wasserkanonen an den Brücken. Das heißt, die waren zwar jetzt noch nicht aktiv, aber ich könnte mir gut vorstellen, sobald es richtig warm wird, dann kann man dann schön die Gäste dann auch in den Baumstämmen dann von oben dann so mit Wasser dann auch vollspritzen, nochmal so von oben. Das fand ich auch nochmal ganz schön. Und ich meine, es ist ja, sag ich jetzt mal, doch so eine kleine, ja, wie sagt man, die guten alten Zeiten auch auferlebt oder aufgelebt worden, indem man dann endet in der Edelsteingrotte. Und dieser Weg und dann diesen Shop, wo man rauskommt, der ist halt schon sehr auch ausgerichtet und so ein bisschen auch, ja, auch an das Alte auch angelehnt dann auch worden. Also natürlich alles neu, alles schön, aber das war ja komplett zerstört wahrscheinlich. Genau, ne? Das war ganze komplett, Innenraum, ne? Genau, ja. Das war komplett alles dann auch weg. Ja. Also das heißt, das ist auch wieder alles da. Es riecht wieder nach diesem Zitronenduft dann auch, den man ja auch kennt. Ja. Aber auch, wie gesagt, da sind die Yomis dann auch entsprechend, ja, integriert. Also das sind dann auch so Screens, wo dann auch die Yomis zu sehen sind, die dann hinter den Scheiben dann auch da hausen. In ihren kleinen Häuschen. Also das ist dann schon auch multimedial dann auch geworden. Und ja, also es fühlt sich vertraut an, aber trotzdem halt ganz neu. Ich weiß nicht, ob du das so nachvollziehen kannst, aber. Genau, also wie wenn man sein Wohnzimmer renoviert. Genau, aber halt jetzt, wo man sagt, jetzt will ich und Yomis Geld. Und Yomis reinstecken. Ja. Ja, und die Yomis tauchen ja auch auf, und zwar beim Alpenexpress, und das kennt man ja auch schon aus vergangener Zeit, Alpenexpress Coastiality. Also das heißt, man kann entweder ganz normal in den Zügchen fahren, übrigens auch der Zug, also nicht nur die Strecke ist komplett neu, sondern auch der Zug ist komplett neu. Also die Sitze sind viel, viel bequemer, schönere Schließbügel auch. Also da hat jetzt nicht der Europapark gesagt, ah, jetzt nehmen wir halt den alten Zug, weil der hatte ja, soweit ich das gesehen habe, glaube ich, überlebt. Aber die Strecke ist neu. Aber die Streckenführung nicht. Die Streckenführung ist 1:1 die gleiche. Okay, aber die Schienen sind neu und der Wagen ist neu. Also es ist eigentlich eine niegelnagelneue Attraktion. Nur, und das ist halt einfach so, dass du fährst halt einfach nicht mehr in diese Grotte rein, sondern es ist halt alles viel luftiger, offener, sondern ja, das ist ein ganz, ganz anderes Feeling dann auch, wie man mit dieser Attraktion. Aber war das nicht cool, in diese Grotte reinzufahren? Ja, das war auch cool. Und es war auch cool, dieser Drache, der dann drin war, der mir auch so nebelt, das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Das ist halt jetzt alles viel offener und luftiger. Dafür hast du halt super coole Blicke, auch von diesem Rundweg. Also du siehst halt die Attraktion so, wie du sie halt auch noch nie gesehen hast. Und das ist natürlich auch schön. Aber was ich sagen wollte, man kann die Attraktion ganz normal fahren oder auch mit dem alten Express Coastiality. Das ist ja das VR-System, was jetzt auch vor wenigen Tagen dann auch entsprechend jetzt auch an den Start gegangen ist. Da gibt es ja unterschiedlichste VR-Abenteuer, die man dann auswählen kann. Mhm. Also das kostet dann einmalig 4 € pro Person. Finde ich okay, der Preis. Ja. Und da ist zum Beispiel auch der Yomis VR-Film zum Beispiel zu sehen oder von Madame Freudenreich oder Ed Euromaus, Otto Ottifanten, Amber Blake. Ah, also also die alten Filme auch noch. Genau. Klar, die Streckenführung ist ja gleich. Funktioniert das immer noch gut? Ich muss gestehen, ich habe dieses VR-Thema auf einer Achterbahn nur in einem anderen Park ausprobiert, aber im Europapark noch nicht. Wie gut funktioniert das auf der Attraktion? Also gerade bei alten Achterbahnen weiß ich, dass das eine gute Idee ist, weil die ja häufig so nicht mehr ganz so spannend sind von der Streckenführung her. Und mit dem VR ist das schon cool. Klappt das gut? Hat das einen guten Effekt?
Ja, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan. Ich habe den Yomi-Film jetzt zum Beispiel auch noch nicht geschaut, aber glaube ich relativ, ich glaube 3-4 andere Filme dann auch so in den letzten Jahren. Also das System ist jetzt mehr oder weniger ähnlich geblieben. Wie gesagt, ich werde trotzdem den Yomi-Film nochmal ausprobieren und kann dann abschließend sagen, ob sie vielleicht nochmal was an der Qualität auch geändert oder verbessert dann noch haben, könnte ich mir gut vorstellen, weil es gibt auch noch eine andere Causality-Attraktion, aber dazu sprechen wir gleich noch. Wo ja, sag ich mal, auch an der Qualität auch geschraubt wurde. Das, was ich jetzt mitbekommen habe, dass es gut funktioniert, auch Spaß macht, aber ich persönlich brauche es nicht. Ich finde es eher schöner, so ohne nochmal so ein Headset irgendwie dann auch drauf, dann die Attraktion ganz normal irgendwie auch zu fahren. Finde ich irgendwie schöner. Mich stört halt immer so ein bisschen dabei, dass es oft beim Einsteigen halt so lange dauert, bis hinten dann alle irgendwie, ne, das ist ja, so, früher war das so dort, dass irgendwie vorne saßen die Leute ohne Headset und hinten mit Headset, glaube ich, war es, ne, oder umgekehrt. Und es hat mir einfach immer sehr lange gedauert, ne, und dann verlängert es einfach die Schlange. Aber ja, meine Güte, wenn es gut funktioniert, ist es eine coole Sache. Ja, aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, alles zu machen, weil, und das muss man ja auch sagen, dass damals immer so ein paar Attraktionen waren, wo man auch mal so 20 Minuten anstehen musste, ist es halt jetzt knallvoll. Also alle wollen halt jetzt mit dem Alpenexpress Enzian fahren, alle Klar. wollen die Tiroler Wildwasserbahn fahren und selbst am Wochenende, wo die Temperaturen auch nur begrenzt sonnig heiß waren, war da natürlich eine Riesenschlange dann auch. Aber es ist genau das, weil sich einfach die Leute darauf freuen, dass das alles wieder da ist. Und von daher ist dieser Themenbereich rund um Österreich, jetzt hier Josefinas kaiserliche Zauberreise als Bootstour, dann noch hier dieser Tiroler Jausenstandl, wo es ja hier dieser Snack-Imbiss dann auch ist, der ist ja auch, glaube ich, letztes Jahr dazugekommen, also der hieß vorher auch anders, also da gibt es jetzt halt auch so viel so traditionelle Snacks und Würstchen und so Sauerkraut und sowas, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich echt wohlgefühlt in diesem ganzen Themenbereich. Und da muss ich wirklich sagen, also wirklich großes Kompliment in der kurzen Zeit, was der Europapark da hingeknallt hat. Also da können sich andere Parks echt eine große Scheibe von abschneiden. Und vor allem mit der Geschwindigkeit. Da können sich auch noch größere Parks eine Scheibe von abschneiden. Und da muss man schon sagen, Hut ab, ne? Das können die gut. Natürlich haben sie ja auch, hat ja auch Mack, sage ich mal, ne, Leute direkt an Bord die Achterbahn bauen können. Die bauen die auch für andere. Klar, die haben jetzt nicht irgendwie tonnenweise Schienen da rumliegen und Wagen wahrscheinlich, aber die wissen auf jeden Fall, wie man es schnell zusammenbaut. Mhm. Und das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil, wenn du das alles selber baust, als wenn du jetzt ein anderer Park bist, der du dir die Experten da ein, man muss am besten noch ausschreiben, wer dir den Coaster baut und bis das da mal alles losgeht und da sind die einfach schnell. Finde ich gut. Klar. Und ich glaube auch, dass sie auch Baufirmen am Start haben. Also ich können wir vorstellen, dass die Baufirmen eigentlich nur für den Europapark arbeiten. Also der Europapark baut ja jedes Jahr so viele krasse Sachen. Ich glaube, in dieser Saison waren es ja um die 40 Baubereiche oder Bauprojekte, sag ich jetzt mal, die ja auch umgesetzt oder gebaut werden sollten. Und das geht ja gerade so weiter. Also es ist ja nicht zu Ende. Und deshalb, glaube ich, haben die da auch ein bisschen mehr Speed, wenn die halt dann einfach langjährige Baupartner dann auch haben, die halt von Jahr zu Jahr die Sachen dann halt auch so umsetzen. Und wie du schon gesagt hast, da fällt halt sowas wie eine Ausschreibung danach aus, sondern heißt es halt so, jetzt hier Holzbauer Michel, morgen geht's los. Und dann kommt es halt mit ihren 3 Megakränen und dann geht's halt los. Und so war es halt auch in Österreich. Ja, klar. Und da in der Region, da werden alle, wenn der Europapark ruft, dann kommen sie alle an. Und Holz gibt es ja da genug in der Gegend. noch. Genau. dann trennen wir uns mal von Österreich. Ich würde trotzdem noch so eine kleine Ergänzung auch gerne noch erwähnen, weil wir gerade so im österreichischen Themenbereich sind, weil man geht ja dann auch so, wenn man Richtung Hotelausgang dann noch geht, also wenn man im Hotel übernachtet, gibt es einen separaten Zugang. Da kommen wir ja auch in diesen spanischen Themenbereich. Und da gibt es auch ganz neu eine neue Eisdiele, Heladeria Estrellas. Das war jetzt mal in Spanisch übrigens. Okay, olé. Olé. und die Eisdiele ist an sich jetzt nicht so das Spektakel, weil es gibt halt die wunderbaren Langnese-Eissorten, die man halt überall bekommt. Aber, und das möchte ich gerne erwähnen, gegenüber gibt es halt jetzt eine neue Terrasse, wo man schön sitzen kann. Und auch da von diesen Sitzplätzen hat man wirklich einen tollen Blick auch auf die Tiroler Wildwasserbahn und auf den Alpenexpress. Also da kann man wirklich super schön sitzen. Das gab es vorher auch nicht. Da war vorher ja der spanische Shop,
Der ist jetzt zur Arena gekommen, da wo ja auch so mehrfach am Tag dann eine Show stattfindet. Und dieser Platz wurde halt genutzt für eine wirklich super schöne sommerliche Terrasse. Und wenn man da sitzt, da fühlt es sich echt an wie Urlaub. Und da kann man dann auch mal so ein Langnese-Eis übers Herz dann auch bringen. Das stimmt. Ja, also ja, das wollte ich auf keinen Fall hier entsprechend. Nein, und du ja auch als Bekennender, und jedes Mal, wenn ich eine Wasserattraktion fahre, ich an dich denken muss, allein die Tiroler Wildwasserbahn, bist du, glaube ich, froh, dass es die wieder gibt. Ja, das ist halt auch so eine schöne Attraktion, die kann halt jeder fahren. Ja. Also es ist halt einfach, weiß ich nicht, ich finde das halt einfach irgendwie schön, gemütlich, es macht Spaß irgendwie. Ja, Thema. Und das, was ich ja eingangs auch sagte, die Sachen, die halt jedermann fahren kann. Und jedermann meint auch Leute wie dich und mich. Also mich ja noch mehr als dich. Du fährst ja auch hier und da mal die wilden Sachen. Ich ja wirklich nur unter Protest. Und freue mich halt, wenn es halt auch solche Sachen gibt. Wenn es kleine Achterbahnen gibt, die nochmal aufgepeppt sind mit einer VR-Brille. Wenn es die Wildwasserbahn gibt. Na, also das ist, glaube ich, der Bereich, der mich fast noch mehr reizt als der andere neue Bereich. Wobei der optisch ja sehr schön ist. Und ich rede natürlich von Kroatien, da kommen wir jetzt ja noch gleich dann zu. Vielleicht noch mit einem kleinen Umweg vorher. Aber trotzdem sind das halt, ist eher die Bahnen, die mir Freude bereiten wahrscheinlich. Ja, definitiv. Und ich meine, wir sind ja eh gerade so, ich meine, Europapark, europäische Länder. Und wo wir jetzt gerade auch in Spanien sind, habe ich auch noch einen Snack-Tipp. Denn neben der Eissiedel ist rechts, wenn man so ein bisschen weiter, da läuft so eine kleine Snackbude, die nennt sich Sancho Panza. Comedias Jeberidas. So spricht man es natürlich aus in meinem natürlich. Best. Genau, also fließend Spanisch, ich sag's ja. Aber da gibt es so Grillsnacks, also von der roten Wurst und diese Walters Urwurst vom Grill, die man auch von dem Snackstand beim Volitarium dann auch kennt. Und das, was ich da mal ausprobiert habe, ist die Cevapcici im Pita-Brot mit Weißkraut und ja, da habe ich das Bild gesehen. Das sieht ja richtig lecker aus. Und da gebe ich nämlich noch einen Tipp. Es kostet nämlich 8,20 Euro. Ist jetzt kein Schnäppchen, aber das hat man ja jetzt auch schon mitbekommen, dass ja die Preise wirklich enorm auch gestiegen sind, auch im Europapark. Ja, also ich sag mal, ein Döner kostet da draußen, also bei mir im Ort auch schon irgendwie 8, 9 Euro. Und da bist du in einem Freizeitpark und hast irgendwie auch Fleisch im Brot. Ist ja vielleicht ein bisschen vergleichbar. Dann ist es ja gar nicht so wild. Ja, aber merkt euch das, weil das Thema Cevapcici wird auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen in dieser Folge und merkt euch, dass es da auf jeden Fall 8,20 Euro kostet und auch sehr lecker geschmeckt hat. Also das, okay, das ist notiert. So, für die Statistik. Ja. Dann machen wir doch mal weiter und wir kommen immer noch nicht zum Highlight, sondern ich hätte es gesagt, wir machen mal einen Abstecher nach Frankreich. Bist ja du, sag ich mal, in Französisch. Ja, nein. Oh Gott, Spanisch ist mir Spanisch, also gerade noch lieber. auch da gibt es eine große Veränderung, was denn das Thema Eurosat dann auch angeht, und zwar Eurosat Cordiality. Das ist eine Sache, ich will es trotzdem erwähnen, ich konnte es noch nicht testen, weil es war einfach eine Riesenschlange, es war Wochenende, es war schönes Wetter, klar war natürlich der Park auch sehr voll, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst auch mal machen, denn vorher war ja beim Eurosat Concorde Coaster, also das ist ja die normale Achterbahn, und rechts daneben ist ja der VR-Bahnhof, wo man die gleiche Attraktion auch wiederum mit einem virtuellen Reality-Experience genießen kann. Und vorher war ja Valerian, dieser Film von Luc Besson. Genau, ja. Luc Besson. Ja, danke schön. viele Jahre. Ich hatte das auch ganz am Anfang mal ausprobiert. Mich hat es ehrlicherweise gar nicht gereizt, weder vom Thema. Die Technik war jetzt auch noch nicht so ausgereift. Das einzige Coole fand ich, dass man halt schon eben in so einem Vorraum, bevor man in diesen Wagen eingestiegen ist, schon diese Headsets und diese Brille aufgesetzt bekommen hat. Und dann sich wie auf so einem Basar dann auch befunden hat, also wie es auch im Film dann auch ist, und man dann mit so einer Anleitung dann auch entsprechend dann den Weg gefunden hat, um sich dann in diesen Wagen reinzusetzen. Also das fand ich halt wirklich sehr innovativ. Und das ist jetzt, so die Neuheit 2024. Das gesamte Gebäude ist umthematisiert worden, Wartebereich, Pre-Show, alles drumherum. Und zwar ist jetzt das Phantom der Oper eingezogen. Warum? Naja, weil es zum Thema Frankreich passt. Ja, das spielt da. Also ich habe das wirklich so diese Frage, ne? Wie kommt man, und
alles gut, ne? Ich bin natürlich relativ sicher, dass es gut umgesetzt ist und auch ein spannendes Thema, aber ich finde es einfach mutig, mit so einem, ne, mit so einem alten Musical-Thema, ja, ob du da jetzt Leute, also, oh, Phantom der Oper, da muss ich unbedingt hin. Ja, das ist schon irgendwie sehr, sehr ein sehr spezielles Thema, auch wenn es natürlich in die Stadt passt. Definitiv. Also ich finde, es passt jetzt besser rein wie Valerian irgendwie, weil den Film mochte ich auch nicht ja, so wirklich. Da ist auch nur der Regisseur französisch, sonst glaube ich, ne? Ja. Ja, also das, was ich sagen kann, ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los gewesen, egal, wenn ich da vorbeigegangen bin. Die Technik soll auch nochmal verbessert worden sein. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Ich finde, vom Thema her passt es auf jeden Fall besser in diesen französischen Themenbereich. Ich kann jetzt mit Phantom der Oper aber auch nicht so viel anfangen. Also ich kenne Leute, die sind absolute Musical-Fans und die feiern das auch total und sind da total hin und her gerissen. Aber ich bin auch noch so ein bisschen, klar, man kann sich erst ein Urteil dann auch bilden, wenn man es dann auch nochmal gefahren ist in der Variante, aber genau, ja. Deswegen, ich wollte das gar nicht abwenden, ich habe mich wirklich nur gefragt, warum halt, ne? Und das fand ich einfach so mega, mega spannend. Ich hätte gedacht, vielleicht hast du da irgendwie einen Hintergrund, warum es da irgendwie so irgendwie ein spezielles, keine Ahnung, einen Hintergrund gibt, außer dass es natürlich passt, ja. Naja, ich glaube, also ich hatte mal gehört, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, dass der Europapark die Lizenz gekauft hat, also um das natürlich auch verwenden zu können. Es gab ja auch schon so einen Yulby-Film, den man ja auch schon ausprobieren konnte eben in der letzten Saison. Also es hatte sich schon auch so angedeutet, dass das Thema auch ein bisschen weiter ausgebaut wurde. Aber ich werde mich da nochmal schlau machen. Also das werde ich nochmal... Sehr gerne. Wie das Phantom der Oper die Wege gefunden hat, sei es mal zum Europapark. Aber ich finde trotzdem... Ich gehe davon aus, dass es auch gut gemacht ist. Und alles, was man halt neu macht auf dem Gebiet, ne, es passt natürlich thematisch. Klar, Phantom der Oper, man kennt im Zweifel die Musik auch, hat dann einen gewissen Wiedererkennungswert. Und wenn das auf dem technisch neuesten Stand ist, ist das bestimmt eine super Sache. Ja, kostet allerdings auch einmalig 7 € pro Fahrt. Das muss man auch einplanen. Also das heißt, die Tickets kann man auch nur vor Ort kaufen. Das heißt, man geht dann einfach zur Attraktion und kriegt dann eine Uhrzeit dann auch zugewiesen. Also man kann dann auch, außer es ist gar nichts los, aber das habe ich jetzt nicht einmal beobachten können. also das heißt, das muss man dann nochmal hinzukaufen. Liegt einfach daran natürlich, dass es halt einfach mehr Personal auch benötigt, die Brillen nach jeder Fahrt gereinigt werden müssen. Ob es einem das wert ist, ich würde mal sagen, wenn man halt nur einen Tag im Europapark hat und vielleicht nicht so regelmäßig da ist, dann würde ich sagen, dann überspringt man das jetzt auch eher. Wenn man aber sich interessiert für Technik, für die Attraktion nochmal ganz anders auch zu erleben, auch mit Sound auf den Ohren, dann auch, wie gesagt, ich... Hab mich schon spoilern lassen, ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr, möchte jetzt aber das nicht so nach außen tragen. Also es soll schon sehr anders dann auch sein und teilweise auch sehr düster, aber letztendlich muss es jeder für sich selbst bewerten. Ob er, sag ich mal, die Attraktion mit Phantom der Oper genießen möchte oder ohne VR-Brille oder Headset, ganz normal dann im französischen Ambiente, was ja auch eigentlich ganz nett ist. Naja, für mich ist immer das Thema... Wenn ich jetzt alleine bin, sagt man ja, okay, ne, das zahle ich mal. Aber auch da wieder, wenn ich zu viert komme mit der Familie, dann bin ich dann sofort bei fast 30 € für eine Fahrt. Weil ich natürlich mal 4 bezahlen muss. Und dann bin ich manchmal so, oh, dann ist mir das manchmal zu teuer. Ja, also, aber ich glaube, wenn ich mal alleine da bin, werde ich es ausprobieren. Und wenn es dann so toll ist, dann gönne ich es den Kindern trotzdem noch. Ja, also auf jeden Fall. Gut, Frankreich, wir bleiben trotzdem noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt dann auch so langsam Richtung Kroatien gehen. Aber es gibt auch jetzt angrenzend an den französischen Themenbereich, ist ja der italienische Themenbereich. Und da gibt es, und das werden vielleicht auch unsere Familien sehr gerne hören wollen, die uns hier auch zuhören. Denn es gibt jetzt einen neuen DM-Shop im Europapark, wo man halt ganz viele Sachen kaufen kann, die man halt braucht, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Ja, Feuchttücher. Sonnencreme, Getränke, allerdings trotzdem zum Europaparkpreisen. Aber es ist trotzdem, es gibt die Eigenmarken von DM, also wenn man wirklich eine Tagescreme, Sonnencreme oder irgendwie noch irgendwas vergessen hat oder irgendwas zum Wickeln, es gibt auch Wickelräume, dann ist das wirklich der Place to be. Weil, also das wurde auch wirklich sehr rege auch angenommen, weil es ist ja dann doch so, dass man halt immer wieder mal irgendwie was zu Hause liegen gelassen hat. Ich meine, da kannst du eher aus Erfahrung sprechen. Ja.
Und von daher. Oder mal eine Windel oder irgendwas, ne? Oder auch wenn das Deo versagt, ist man wahrscheinlich da auch irgendwie aufgehoben mit dem DM. Das ist immer ja gut. Also ja, für groß und klein wahrscheinlich alles da. Definitiv. Also es ist kein Riesenstore, also ist jetzt nicht vergleichbar jetzt mit dem normalen DM-Store, aber ja, wurde auf jeden Fall sehr angenommen. Es gibt da auch genügend Plätze auch zum Wickeln in einem ruhigen Minute. also das sind wir auch mal vorbeigegangen und ich sag mal so, die eigenen Produkte sind eigentlich relativ identisch so von den Preisen her, vielleicht ein Tick teurer. Aber ich denke, das ist man dann auch bereit, bevor man jetzt sich irgendwie Sonnenbrand dann auch zuzieht oder irgendwas braucht, was, sag ich mal, auch der Hygiene dient, dann kann man da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ach, cool. Und Italien, auch da tut sich gerade sehr, sehr viel, denn auch an einer weiteren Neuheit wird gerade gearbeitet, denn das Geisterschloss wird eigentlich auch einmal komplett auf links gedreht. Oh. Das ist aktuell geschlossen und soll aber trotzdem diesen Sommer auch schon wieder eröffnen. Aber es soll jetzt halt nicht nur ein kleines Refurbishment sein, sondern relativ umfangreich. Also, wow. Also das ist ja aber auch eine Not. Also das war, diese Bahn war für mich immer so ein bisschen, ja, sehr, sehr skurril. Also mit viel Anlehnungen an andere Bahnen der Art, die man schon kennt. Und manches war echt, hatte so ein bisschen 50er-Jahre-Horrorfilm-Charme und alles nicht so toll gemacht. Aber irgendwie so ein bisschen liebenswert, schräg und interessant. Aber ja, also wenn man da was Neues macht, glaube ich, tut es der Bahn schon gut. Definitiv. Und ich glaube, der Hauptgedanke war erstmal so ein bisschen auch Thema Brandschutz. Ich meine, der Europapark hat ja auch jetzt dazugelernt. Und das ist ja auch eine relativ alte Attraktion auch und alles, was ich mitbekommen habe, ist, dass natürlich jetzt auch beim Rausnehmen der Animatronics und Co., das ist halt einfach alt, also und das kann man dann auch nicht mehr 1:1 so zurücksetzen und von daher natürlich doof für den Europapark, aber vielleicht eine große Freude, dass vielleicht jetzt in dem Zuge halt einfach noch ein Tick mehr Geld investiert wird, um das Ganze wirklich auch zeitgemäß noch umzusetzen, vielleicht wirklich auch so die ein oder anderen neuen Features dann auch zu integrieren. Ich glaube, das würde auch diesem Bereich dann auch zuträglich sein. Aber auch da, ich meine, es ist eine sehr, sehr beliebte Attraktion. Ich würde schon sagen, auch eine der größeren, sei jetzt mal, Familienattraktionen. Und wenn das im Sommer dann schon wieder an den Start geht, dann ist das ja, sag ich mal, auch eine Bereicherung dann auch wieder für den vorderen Bereich, sodass sich nicht alles nach Kroatien verlagert. Und das ist jetzt auch wirklich der Übergang. Der Übergang, weil ich denke, darauf freuen sich ja jetzt auch schon die meisten da, mal so meine Meinung zuzuhören. Auf jeden Fall. Ach, so, ja. Erstmal vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter zu teasen, bevor wir jetzt zur Bahn kommen. Der ganze Thema, da ist doch auch viel Neues, oder? Also das sah für mich, also alle Bilder, die man jetzt so gesehen hat, das ist ja jetzt nicht nur diese Achterbahn, oder? Ja, also erstmal kann man sagen, was wirklich toll ist, ist, dass der Europapark einfach jetzt wieder mehr auch in dieses Länderkonzept dann auch geht. Das ist ja so vielleicht so in den letzten Jahren, wo es gab das Liechtenstein, was ja dann so mal so notgedrungen dann mit dieser Luftballonfahrt da auch entsprechend dann auch so umgesetzt worden ist. Aber so ein richtig großer neuer Themenbereich, also hat ein bisschen gefehlt und das ist halt wirklich schön, dass, und es passt halt auch so gut in das Eck, wenn man dann so von Griechenland dann auch kommt, dann biegt man dann so ab und dann steuert man komplett auf diesen neuen Themenbereich und du hast schon gesagt, es ist nicht nur die neue Achterbahn, sondern es ist viel, viel mehr. Zum einen, und wir gehen es einfach mal so ein bisschen durch, man kommt, sag ich mal, auf der linken Seite ist dann schon mal ein großer, wie soll es anders sein, ein Souvenirshop. Souveniri Nicola, ist auch gleichzeitig ein Ausgang von der Attraktion, aber da wird... Also in Anlehnung an Nikola Tesla wahrscheinlich, ne? Genau. ein Riesen-Store, schön dekoriert und alles, also es gibt jetzt wirklich ganz, ganz viel tolles Merchandise von der neuen Achterbahn und ich kann dir sagen, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Caps, T-Shirts, Pullover, Anhänger, alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, ist jetzt für diese neue Achterbahn rausgebracht worden. Und du hast auch im ganzen Europapark, alle haben sich die Caps gekauft, alle haben sich die Shirts gekauft, gleich angezogen irgendwie. Also Das ist wirklich auch so vom Design her, die sind relativ klassisch. Ich finde auch wirklich stilvoll für den Europapark, der ja manchmal so den Hang dazu hat, vielleicht das Merchandise ein bisschen zu verspielt und zu bunt.
ja, und ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja auch sehr prädestiniert dafür, Sachen auch zu kaufen, die halt irgendwie hochwertig und modern und irgendwie schön dann auch sind. Und auch da habe ich mir dann eine Cap gekauft und auch das Shirt und ach, es gibt auch Kugelschreiber und Souvenirscheine und alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst. Aber auch regionale Produkte aus Kroatien, also es gibt dann auch so einen Honig und so verschiedene Öle und so Lavendel, so getrocknete Lavendelsträucher, Sträucher. Ja. so dass man da einfach so, ja, so einen guten Mix dann auch hat aus Attraktionsmerchandise, aber auch so ein paar regionale Sachen. Und Miriam Mack, kennt man ja jetzt auch schon mittlerweile, kommt ja aus Kroatien und das war vielleicht auch die Inspiration für diesen Themenbereich, hat auch ein eigenes Kochbuch jetzt entsprechend rausgebracht, was man da auch kaufen kann, mit kroatischen Spezialitäten. Oha. Aus der Heimat. Also ja, das so viel. So eine Kollegin von dir. Genau, eine Bücherkollegin. Ja, so bringt sich jeder von der Familie Mack in dieses Unternehmen ein. Genau. Also, die macht jetzt nicht nur Kochbücher, aber das passt natürlich gut und es ist wirklich schön, so ein schön gestaltet, so ein richtig schönes, fast Kaffee-Table-Book, was man da findet. Übrigens nicht nur das, sondern auch alle anderen Produkte rund um Voltron, Nivera, findet man auch im offiziellen Europapark-Online-Shop. Also unter shop.europapark.de kann man sich die Sachen auch ganz bequem nach Hause schicken lassen, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade die nächsten Tage in den Europapark kommt oder da war und irgendwie was vergessen hat. Das kann man da auf jeden Fall auch kaufen. Also, großer neuer Shop. Wer hätte es gedacht? Ja, also muss natürlich schön sein. Ja, klar. Dann ein weiteres Highlight ist eine neue Eisdiele. Sunze i Lavanda, die direkt gegenüber ist von dem Voltron-Eingang. Eine ja wunderschöne Eisdiele. Kann es nie genug geben. Die wurde ja auch schon im Vorfeld auch damit beworben mit einer riesen Eistheke, über 20 Eissorten. Da hat man natürlich auch drauf gehofft, auf dieses Lavendeleis, was immer mal wieder auch so ein bisschen so durch das Internet dann auch so gegeistert ist. Es ist welches Eis? Es ist keine Eismanufaktur, die man vielleicht so jetzt sich erhofft hätte, sondern es ist halt das Carte d'Or in den Standardsorten, ja, die man halt überall, okay, anders auch bekommt. Dann nehme ich zurück, dass es nie genug Eis geben kann. Eine Kugel Eis, 2,20 Euro, ist natürlich auch ein Wort für vor allem ein Eis, dass du irgendwie bei deinem Supermarkt um die Ecke eine ganze irgendwie 1 Liter Packung für 3 Euro bekommst. Ja, das ist auch so ein bisschen so ein Downgrade dann auch gewesen. Aber, und das möchte ich jetzt dann wieder lobenswert dann auch erwähnen, diese Eisdiele hat, also man kann von außen, sag ich mal, sich das Eis holen, man kann innen auch reinsetzen, aber mein Tipp ist, ganz oben ist dann auch nochmal so ein richtig schöner Lounge-Bereich und auch eine riesen Außenterrasse, also was heißt riesen, sind so 10-12 Tische, würde ich jetzt mal so schätzen. Und da sitzt man halt wirklich toll, weil man ist ein bisschen abgeschieden, es ist ruhiger, die haben dann auch so ein schönes Sonnensegel und wir saßen da draußen bei schönstem Sonnenschein, man hat einen tollen Blick über diesen ganzen Themenbereich und das Highlight, und deshalb würde ich trotzdem sagen, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen, es gibt die sogenannten Eisburger und das habe ich hier so in einem Freizeitparkumfeld auch noch nicht probiert. Das sind Brioche-Brötchen, wo dann eine Kugel Eis entsprechend integriert ist und es wird dann so, also das Brötchen ist warm und das Eis ist kalt. Und also das ist dann so, die Eiskugel ist dann so ummantelt von diesen Brioche-Brötchen. Mhm. Oh, das klingt sehr gut. Und genau, man kann sich das auch so auf die Hand dann auch nehmen. Ich würde es aber empfehlen, einfach sich da reinzusetzen, weil es gibt dann auch solche Eisburger Bowls. Also das heißt, es gibt dann, da sind dann noch so Toppings dann auch mit dabei. Ich hatte das Brioche-Brötchen mit einer Kugel Vanilleeis und so ein Apfelragout plus Zimtzucker und so eine Karamellsoße dann noch drüber. Und da muss ich dann wieder sagen, 5,80 Euro war eigentlich echt ein fairer Preis dafür. Also okay, das ist wirklich eine ordentliche Portion. Mehr hätte ich jetzt auch gar nicht essen wollen. Mit diesem Apfelragout war das auf jeden Fall so ein bisschen saftiger, weil ich glaube, das Brioche-Brötchen an sich schmeckt ja relativ neutral. Ja. Nun mit einer Kugel Eis, ja,
ist jetzt, glaube ich, auch nicht so das Highlight, aber so in dieser Schüssel, so ein bisschen mariniert dann auch dazu. Dann gibt es noch Brioche-Brötchen, auch wieder mit Vanilleeis, Schokoladensoße und crunchy Himbeerperlen, das gäbe es noch. Oder ich habe hier die Speisekarte extra abfotografiert, damit ich das auch genau sagen kann. Genau, da gibt es auch Brioche-Brötchen mit einer Kugel Joghurt-Waldfrucht, Mango-Würfel, Erdbeersoße und so Crisp. Also da ist dann so ein Mango-Ragout dann auch mit dabei. Also da gibt es wirklich ganz, ganz verschiedene Sorten. Oder man entscheidet sich ganz, ganz klassisch für halt so, also der Europapark nennt es halt so Bowls, halt Crunchy Nuts, Joghurt Bowl, Exotic Bowl, wo du halt dann einfach so verschiedene Toppings dann auch hast, Kugel Eis. Also das kann man auf jeden Fall auswählen. Es gibt auch ja verschiedene Weine und so ein Lavendelsekt dann auch oder auch so ein Glas Sekt, wo man dann so eine Kugel Eis mit so integrieren kann, so ein Mango-Sorbet dann auch. Also da kann man sich schon gut gehen lassen. Und der Blick halt von dort ist halt wirklich perfekt. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mal eine gemütliche Pause einlegen möchte, dann auf jeden Fall dort in dieser Eisdiele mal vorbeischauen. Auch wenn es, wie gesagt, aber also das Eis schmeckt trotzdem. Es ist jetzt vielleicht nicht das Beste ever, aber es ist okay. Also kann man auf jeden Fall mal machen und man sitzt ja auch so ein bisschen auch für das Ambiente. Ja, das stimmt. Genau. Kommen wir aber, wo wir gerade beim Thema Essen sind, noch zu dem Cevapcici-Gate. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, denn wir haben ja den alten Preis noch im Kopf. Genau, der war 8,40 Euro? Nein, 8,60 Euro. Nee, jetzt habe ich selber vergessen. 8,20 Euro waren es. Ah, okay, gut, habe ich es teurer gemacht. So. Genau, und es gibt da einen Food-Stand, wo es Cevapcici in der Fladenbrottasche gibt. Eigentlich fast mit dem gleichen, nur mit ein paar roten Zwiebeln und auch mit dieser Eiwa-Soße. Genau. Dieser also auch gleiche Größe von der Fladenbrot, oder? Also der Unterschied ist, das, was ich, sag ich mal, in Spanien bekommen habe, war alles in so eine Schale angerichtet und das Brot war so draufgesteckt. Also es war nicht in der Fladenbrottasche. Okay. Da ist jetzt halt alles in die Fladenbrottasche so integriert, also das ist aufgeschnitten und da hat man halt dann alles reingestopft. Da kostet die Portion 9,50 Euro. Ach was. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, nur das ist halt, das eine ist halt in der Schale, kostet weniger und das andere ist halt in dieser Tasche. Ja, aber der Mensch, der dir das in die Tasche reinsteckt, muss ja auch Geld verdienen. Und bei dem anderen war ja noch Krautsalat auch mit dabei. Das ist ja in diesem Fladenbrot auch nicht dabei. Das ist einfach nur, also eigentlich statt Krautsalat sind rote Zwiebeln dabei. Und die mag ich eh nicht, weil ich finde, rote Zwiebeln verträgt man eigentlich, finde ich, nie irgendjemanden, weil halt so. Oh, ich mag die schon. Ja, gut, dann bin's halt. Aber das wäre mir auch kein Euro wert. Genau, also jetzt 1 Euro für rote Zwiebeln, ja. Also genau, also meine Empfehlung ist, wenn ihr Cevapcici mögt, und das war auch wirklich sehr lecker, dann geht nach Spanien an diesen Snackstand. Das werden wahrscheinlich auch 1:1 die gleichen Cevapcici sein. Also warum sollten die auch andere sein? Also ja, das so viel zum Thema Preisvergleich. Weil jeder muss ja auch auf seinen Geldbeutel achten. Also, ja, vollkommen richtig. Ja. Genau, so als Ausblick, der Themenbereich Kroatien ist ja noch nicht fertig, schon mal so Blick in die nächsten Jahre, also das soll auf jeden Fall noch erweitert werden, es sollen auch noch andere Attraktionen auch integriert werden und es soll auch ein vollwertiges Restaurant auch noch kommen, also dieser Cevapcici-Snackstand ist jetzt nur temporär, Toiletten gibt's auch noch keine, also oder nur so Übergangshäuschen, also das hat man so ein bisschen in der Planung ein bisschen vergessen. Kroatien können wir uns auf jeden Fall noch auf weitere Ergänzungen freuen. Und es war ja trotzdem auch noch nicht alles. Zwei Sachen fehlen noch. Drei Sachen fehlen noch. Einmal gibt es eine Ausstellung auch, die nennt sich Croatian Inspiration. Ein Gebäude, da geht man rein und da so der, ich überlege, wie ich das jetzt irgendwie charmant irgendwie sagen soll. Man soll halt Kroatien kennenlernen und soll vielleicht auch Lust machen auch auf den Urlaub. Und das sind so ein paar Ausstellungsstücke, die schon zum großen Teil, zumindest bei unserem Besuch, abgesperrt worden sind, weil sie schon zerstört wurden von den lieben Gästen. Also das heißt, das ist zum einen, habe ich auch gelesen, also die Ausstellung ist auch noch nicht fertig, da ist auch noch nicht alles da. Aber die Sachen, die da waren, waren zum Teil halt wirklich kaum begehbar, weil halt einfach die Griffe abgerissen worden sind. Also wirklich, ich hoffe nicht mutwillig, aber so, dass es halt eigentlich ein schöner Raum war, aber jetzt auch nicht mehr. Also ja,
Das finde ich ein bisschen schade, weil der Raum an sich oder dieses Gebäude ist ja extra dafür auch gebaut worden. Ja. Da habe ich jetzt keinen riesen Mehrwert auch jetzt gesehen, außer halt irgendwie so ein paar schöne Skulpturen und schöne Möbel und Exponate halt aus Kroatien. Aber ja, also da kann man mal durchlaufen, aber ich hoffe, dass das wieder einfach so schick gemacht wird. Dass ja, man sich aber da man muss es ja trotzdem nicht alles sofort wieder kaputt machen. Ach Mann. Nee, das ist auf jeden Fall doof. Ja. Was auf jeden Fall schön ist, es gibt ja daneben auch diesen diesen Traumzeitdom. Das habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Nikolas Teslas Beautiful Croatia. Das ist ja dieser 360-Grad-Dom, wo man so am Boden liegt, auf so einem auf diesen Sitzsäcken oder so an der Seite noch sitzt und dann spielt sich ja alles so wie in so einer Kuppel auch oben ab. Ach, das ist aber der, den es schon gab, oder? Genau, den gab es ja letztes Jahr schon mal so als, ich weiß nicht, hast du den auch schon gesehen? Mit den zusammen gesehen? Ich weiß gar nicht. Nee, aber es gab den doch schon länger mit was anderem drin, oder? Was war denn der Film davor? Ja, also diesen Traumzeitdom gibt es schon. Den gibt es ja schon eine ganze Weile, genau. Ne? Genau. Ja. Aber genau, letztes Jahr ist ja dieser als Vorgeschmack, sei es noch auf diesen Themenbereich, ist dieser Kroatien-Film ja dann auch entstanden. Yes. Den kann man auch nach wie vor anschauen und der lohnt sich auf jeden Fall. Also der ist auch echt schön. Also den kann man gut dann auch sich anschauen. Und das ist auch angeteasert, ist leider auch noch nicht, sag ich jetzt mal, ausgerollt worden, ist ein riesiger Tesla Animatronic, also der heißt auch so. Das heißt, Nikola Tesla soll man dann als Animatronic irgendwo in der Nähe, sag ich noch, von dieser Eisdiele dann auch so treffen können. Also das heißt, also es gibt so Artworks, wo der aus so einem Gebäude rausguckt. Also gehen so, wie nennt sich denn diese Sachen zu beschreiben, ist also ein Fensterrahmen, die dann so aufgeklappt werden und da steht er dann so. Also das heißt, aber einfach draußen zum dran vorbeilaufen praktisch. Nee, der steht dann einfach da dahinter und erzählt wahrscheinlich, wie schön Kroatien ist, könnte ich mir jetzt irgendwie so vorstellen. Genau, also, aber der steht dann praktisch, ich will nicht sagen auf der Straße, aber also der steht Weg. So, als wenn er jetzt gerade da aus diesem Gebäude dahinter irgendwie die Fenster öffnet und sagt, hallo, hier bin ich. Genau, aber du musst dich jetzt nicht für ihn irgendwie anstellen oder nee, so, das meine ich so damit. Oder der ist irgendwie nicht Teil der Attraktion. Wobei in der Attraktion ja auch irgendwann Animatronic drin ist, da musst du auch nicht sowas erzählen. Genau, aber der soll besonders sein, weil irgendwie mit über 60 mechanischen Gelenkpunkten, davon allein 25 im Kopf und mehr als 2000 Einzelteilen. Und es hat wohl ein Creative-Team von über 60 Leuten daran gearbeitet, diese menschlichen Bewegungen so bestmöglich umzusetzen, sodass diese Animatronic halt schon sehr, sehr realitätsnah dann auch werden. Oh, da bin ich ja gespannt. Ich bin immer sehr kritisch mit Animatronics, weil ich schon wenige, aber auch dafür sehr gute gesehen habe. Also bin ich sehr gespannt. Allein das ist für mich ein Grund, da mal wieder hinzufahren. Genau, Veta Workshop, ich weiß nicht, kennst du die? Baut seit 35 Jahren Animatronics für Film, Fernsehen und ortsgebundene Erlebnisse. Und hat sich in den letzten 5 Jahren auch fokussiert so ein bisschen auch auf Bereich Design und Bau von Animatronics für die Freizeitparkbranche. Oha, da bin ich gespannt. Auch da, das gebe ich dir vielleicht mal so ein bisschen als Hausaufgabe für das nächste Mal. Ja, mal raus. So als Animatronics-Experte. Das ist auf jeden Fall das. So, jetzt aber kommen wir zu Voltron Nivera powered by Rimac. Und ich glaube, ich habe selten eine Achterbahn so verfolgt in den letzten 2 Jahren zumindest, wo die Attraktion ja auch bekannt gegeben worden ist, gebaut worden ist. Und ich weiß gar nicht, wie aufgeregt ich an dem jetzt letzten Freitag dann auch war, weil ich war ja einer der späteren Gäste. Ich meine, ich war ja zwar zur Pressekonferenz und zur Opening eingeladen, konnte aber aus beruflichen Gründen leider nicht dran teilnehmen, was natürlich sehr schade war, weil ich natürlich auch die ganzen Stories auch gesehen habe von den ganzen lieben Kolleginnen und Kolleginnen, die ja freudestrahlend berichtet haben, wie toll diese Attraktion dann auch ist. Und ich fand es trotzdem auch ganz okay, dass ich erst ein paar Tage später und vielleicht so einfach für mich diese Attraktion auch erleben konnte. Und also schon von Weitem, wenn man von Weitem diese Attraktion zum ersten Mal auch im Fahrbetrieb dann auch sieht, also es ist schon sehr beeindruckend, um das mal so ganz sacht dann auch zu sagen. Und natürlich, je näher man kommt, desto größer war auch die Aufregung und die
die Spannung, weil, und das hast du ja schon eingangs gesagt, wir fahren schon auch ganz gerne Achterbahn, aber wir erfreuen uns auch an anderen Attraktionen und ich glaube, wir sind jetzt keine Menschen, die jetzt irgendwie mit solchen Attraktionen Achterbahn tagsüber fahren können. Und manchmal würde ich es mir wünschen, dass ich das auch könnte, aber ja. Ich merke einfach auch, es ist, ich muss dieses Feld anderen Leuten überlassen und das ist auch okay für mich. Dem schließe ich mich an. Und es ist ja auch so, die Attraktionen und Achterbahnen werden auch immer krasser und auch verrückter und alle, die sich jetzt, ich versuche es jetzt nicht zu viel zu spoilern, sonst spult vielleicht ein paar Minuten irgendwie nach vorne, wer sie jetzt irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen da jetzt schon drüber reden. Also der, wer jetzt nicht spoilt werden will, der genau spult vor. Aber es ist, wir müssen jetzt schon mal genau über das Fahrgefühl reden. Und es ist ja nun so, ich meine, es geht dir ja auch so und mir auch. Ich liebe ja Achterbahnen. Also ich gucke mir alle On-Rides an, ich gucke mir, wie sie gebaut werden. Ich kenne ganz, ganz viele. Ich würde die meisten halt persönlich nie einsteigen, beziehungsweise ich würde mal irgendwie einsteigen. Einmal oder so, aber ich jetzt keine, dass der jetzt so mit Freude so, juhu, super, ich will jetzt auf diese Achterbahn die fünfmal fahren, weil ich weiß, spätestens am zweiten Mal ist mir irgendwie schlecht und ich habe irgendwie, bin voll angespannt und nervös und also der so richtig Spaß macht, mir ist dann am Ende nicht, aber ich bin bei dir, ich kann verstehen, warum das Leuten Spaß macht und wenn man da cool und locker einsteigt und da ein Glücksgefühl hat, darum beneide ich die Leute. Ja, ja, ich würde es mir auch wünschen, aber das ist immer so, gerade bei solchen Attraktionen, ich werde eigentlich in der Warteschlange immer ruhiger und mein Vorteil war oder unser Vorteil war, dass halt an einem Freitag, es war halt unter der Woche, waren es halt in Anführungszeichen nur 40 Minuten Wartezeit. Oh ja. Und das ist dann wirklich eine Zeit, wo man sagen kann, die vergeht auch wie im Fluge und werde ich auch gleich was zur Warteschlange auch noch sagen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so, und das gibt es ja auch Wartezeiten vor allem am Morgen, wenn du halt dann erstmal 3 Stunden warten musst und 3 Stunden dir Gedanken machen kannst, wie denn diese Fahrt wird, das macht mich, da bin ich da auch nicht mehr ansprechbar. Also da merkt man auch immer, je ruhiger ich werde, desto schlimmer wird es eigentlich. Ja, genau. Und auch das ist vielleicht schon mal so der erste Tipp. Am Morgen stürzen natürlich alle nach Kroatien und morgens sind wirklich die Wartezeiten mit am längsten zwischen 2 und 3 Stunden aktuell. Das wird sich sicherlich jetzt irgendwie so ein bisschen einpendeln. Hotelgäste von den Europapark-Hotels haben so ein bisschen den Vorteil, dass sie um 8.50 Uhr, also schon ein paar Minuten vorher auch in Richtung Kroatien dann auch können. Aber mein Tipp ist, man kann da ganz entspannt auch Richtung Mittag oder Nachmittag dann auch hingehen, weil die dann gefahren sind, die gehen dann, sag ich mal, in die anderen Bereiche und da wird es halt dann wirklich ruhiger, sodass dann um die Mittagszeit dann so 60, 70 Minuten, da pendelt sich dann irgendwo dann auch ein. Also das heißt, man muss nicht... Oh, das geht aber. Ja, genau. Also, weil die Abfertigung wirklich krass ist. Also 1600 Leute können da pro Stunde irgendwie rausgeballert werden. Und das liegt auch einfach daran, dass ja dieser Bahnhof an sich, die Züge, die stehen ja nie. Also es sind bis zu 7 Züge, jeweils 3 bis 4 sind gleichzeitig auf der Strecke, was auch wirklich phänomenal dann auch ist, weil das, also man sieht eigentlich ständig irgendwie einen Wagen in diesem gesamten Themenbereich dann auch vorbeirauschen. Dieser Einstiegsbereich kannst du dir vorstellen wie bei Arthur, wo dann dieses Laufband ist. Mhm. Und du wirst vorher auch schon in deine Reihe dann noch eingeteilt. Vielleicht so ein bisschen ein Downgrade für die Leute, die sagen, ah, ich möchte gerne mir raussuchen, in welcher Reihe oder in welchen Platz ich sitzen möchte. Das gibt's nicht mehr. Okay. Und du wirst vorab eingeteilt und deshalb beschleunigt das auch diesen Zustieg und Ausstieg, weil die Leute einfach wissen, okay, rein, zack, voll, nächster Wagen. Rein, zack, voll, weiß ich meine, also da gibt's halt nicht, jetzt müssen die Züge noch angehalten werden, sondern das ist eigentlich wirklich schon jetzt, obwohl ja die Attraktion erst seit wenigen Tagen, muss man ja sagen, auch läuft und das alles jeder sich noch einspielen muss, war die Abfertigung wirklich brutal. Und wie läuft das mit den Sicherheit, also mit den Bügeln? Du hast ja kein Bügel über den Schultern, sondern du hast ja nur einen, sag ich mal, auf der Hüfte, ne? Oder genau, man macht dann, sag ich mal, wie bei Arthur, man macht dann dieses X mit den Händen so an die Brust dann auch dran und dann kommen dann die Mitarbeiter und drücken das dann von oben dann so nach unten dann auch. Das kommt doch von oben. Ich dachte, das kommt unten so zwischen die Beine durch und nee, okay. Genau, sonst müsst ihr die Arme nicht verschränken. Also. Ja, eben, deswegen habe ich mich gewundert. Okay. Ja, das genau. Ist ja schon mal gut. Aber wie gesagt, auch da, ich kann es dir auch im Detail gar nicht mehr so sagen, weil da war ich schon so fernab von allem. vielleicht auch nochmal kurz zurückgespult, Eingangsbereich. Also es gibt ab jetzt übrigens ist auch die Virtual Line freigeschaltet worden für die Attraktion. Also das heißt, auch da Europapark-App herunterladen und dann kann man sich kostenfrei auch bei Voltron ab heute, also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist auch für diese Attraktion die Virtual Line entsprechend auch möglich. Das heißt, ihr stellt euch dann über die App virtuell an und könnt dann zu einem späteren Zeitpunkt dann über die Virtual Line Zugang dann auch die Attraktion betreten.
Und es gibt auch noch Single Rider, um halt wirklich jeden Platz aufzufüllen, ja, so dass die Leute dann auch entsprechend schneller auch dran sind. Aber da müssen wir mal gucken, was für einen Einfluss Virtual Line auf die Wartezeiten hat, weil das wird dann verlängern. Ja, vielleicht als Richtwert, ich hatte jetzt ja erst vor wenigen Tagen mein Freizeitpark Traveler Club Community Meeting und da lade ich mir immer regelmäßig Gäste ein und im letzten hatten wir einen Europapark-Special, wo wir ganz viele Informationen bekommen haben zu Voltron. Deshalb, wenn du dich fragst, woher hat er alle Informationen? Hab sie direkt vom Europapark. Oh, was und ist kann sie mit einstreuen. Denn es hat man auch uns gesagt in diesem Meeting, dass so als Richtwert, wenn man den Haupteingang oder halt, wo dann dieses Voltron-Logo ist, wenn man dann in diese normale Schlange reinkommt, sind es ab da 45 Minuten in der normalen Warteschlange. Und als Single Rider sind es 30 Minuten, also wenn die komplett gefüllt wäre. Also nur so als Richtwert. Mhm. So, und diese Warteschlange ist eigentlich fast. Also wie will ich sagen, es gibt so viel zu entdecken und ich habe auch noch nie in der Warteschlange gestanden, die, sag ich mal, sich so kontinuierlich so durchbewegt hat. Spannend, ja, und weil sonst, wenn du dann nur stehst ewig, ne, das macht ja auch irgendwie... Genau, und es ist wirklich, du bewegst dich, du kommst mal in den Außenbereich, da sind so riesige Luftturbinen und auch so eine Turbine, wo so wie so ein Wasserstrahl so über deinen Kopf irgendwo dann so von unten nach oben geschossen wird. Also ich weiß gar nicht, ich habe das auch noch nie gesehen, also mega Thematisierung. Innen drin sieht man ja auch Nikola Tesla als voll Animatronic, auch super cool. Und das absolute Highlight sind ja dann die Blitze an der Decke. Also, wie will ich das beschreiben? Also, es ist wirklich wie richtige Blitze, die da erzeugt werden, die halt dann so von diesen Spulen aus dann so abgeschossen werden. Also, ich hoffe, es ist alles, also es wird alles sicher sein, aber auch das habe ich noch nie irgendwo in einem Freizeitpark oder sonst wo gesehen, dass halt, man steht da in der Warteschlange, guckt eigentlich permanent nach oben und sieht dann halt, wie dann so diese Blitze abgeschossen werden. Also ich hatte das in einem Video gesehen und habe mich nur gefragt, ist das nicht sehr laut und nervt das nicht über die Zeit, wenn du da länger anstehst? Nö, das ging, okay. Weil es ist jetzt auch nicht, also es ist jetzt auch nicht kontinuierlich. Also es ist schon immer wieder passiert was. Und wenn die Züge mal angehalten werden müssen oder es eine kurze Unterbrechung danach gibt, dann gibt es auch so eine kleine Pre-Show in diesem Warteraum dann auch. Also die haben so, um halt die Gäste zu unterhalten. Und auch das finde ich für den Europapark eigentlich schon wieder so einen schönen Step, weil das gab es ja vorher auch nicht, dass man sich überlegt hat, okay, wie kann man, wenn es jetzt vielleicht ein paar Minuten kurz länger dauert, was kann man den Leuten irgendwie anbieten? Und dann passiert halt schon echt viel und ganz viele Easter Eggs und tolle Sachen und so eine Box, wo so eine, ich glaube, das ist so eine Maus oder sowas, von so einer einen Box zur nächsten dann so wie so mit den Blitzen so rübergeschossen wird und dann ist sie plötzlich in einer anderen Box und also man muss es wirklich, also schon allein diese Warteschlange lohnt sich eigentlich. Dann da haben sie sich dann mal gut was abgeguckt von anderen Parks, ne, um genau diese Zeit dann auch mal irgendwie zu überbrücken und halt die Thematisierung dann wirklich ja kontinuierlich dann durchgängig zu machen. Das ist super. Ja, also das funktioniert reibungslos. Und ja, kommen wir zur Fahrt. Wie will ich sagen, ich war so ein bisschen wie in Schockstarre. Wie sagt man? Überlebensmodus, festgekrallt. Genau. Und auch da, ja, man fährt dann erst so ganz gemütlich danach los. Ja, also wie gesagt, ich spoilere jetzt noch ein paar Sachen. Denn und das absolute erste Highlight war, und das habe ich so auch noch nicht erlebt, ist so eine Effektschiene. Das heißt, bevor man losgeschossen wird, ist man wie auf so einer Schiene, die dann nach oben sich hebt und senkt und auch so ein bisschen rüttelt und alles. Okay. Auch echt überraschend. Also habe ich so auch noch nie gesehen. Ja, vor allem in der Achterbahn erwartet man das ja nicht, ne? Genau. Und dann öffnet sich vorne das Tor und dann wird man ja sofort hochgeschossen in diesen Looping Launch mit 105 Grad Neigung. Ja, also und auch relativ langsam. Also, ach so, weil ich da, man sieht doch diese Beschleunigungsstreifen. Ja, da. Aber es ist wirklich so, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so, also bei Blue Fire finde ich das viel schneller irgendwie, dass man da durch, sondern man wird, sag ich mal, wirklich hochgeschossen, aber nicht so, dass man denkt, so huiuiui, sondern es ist so, okay, schafft man's. Also es ist wirklich eine schöne, also das heißt schöne Hangtime, aber ja. Sage ich jetzt so im es war gruselig. Das glaube ich. Also das allein klingt für mich schon wirklich schlimm. Vor allem, wenn ich kopfüber bin, möchte ich bitte, dass es schnell geht. Und dann halt die ganze Strecke, dann halt, das geht ja irrsinnig lang. Also ich bin da jetzt auch nicht der Experte und selbst wenn ich jetzt die ganzen Namen irgendwie hier von irgendwie Airtime Dip und Airtime Hügel und Top Hat und Immelmann und also alles ist mit dabei.
es ist einfach, also ich finde es extrem anspruchsvoll, intensiv. Also für mich bisher ist es so die krasseste Achterbahn ever. Und wenn man dann so ganz am Ende dann noch ist, also es gibt ja so zwei Teile, kommt man ja auf so eine Drehplatte. Genau. Genau, also wo man dann entsprechend einfach nochmal gedreht wird, sag jetzt mal, und dann wird man ja rückwärts rausgeschossen auf so einen Spike. Und das ist dann, das hat mich so an Schisschau erinnert, weil genau dieses Gefühl wird dann entsprechend dann auch ausgelöst, bevor man dann, sag ich mal, wieder den Weg zurückfährt, wieder mit ganz anderen krassen Überkopfelementen. Also ich habe mal geschaut, 30 verschiedene Elemente, insgesamt 4 Abschüsse, davon einer rückwärts, 7 Überkopfelemente. Und halt eine absolute Geschwindigkeit. Also, weiß ich nicht, es ist keine Ahnung. Also ich finde es einfach krass. Dazu ist dieser, da gibt es in der Mitte auch so ein kroatischer Glockenturm, der ist 34 Meter hoch, der sieht super schön aus. Dann ganz viel Thematisierung, Wasserbecken, keine Ahnung. Also es ist. Aber kriegt man da was von mit beim Fahren? Nein, ne? Nee. Also. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin ja, hatten wir darüber geredet, und ist den Velocicoaster gefahren. Da gibt es ja auch in Universal Studios, gibt es auch wie Thematisierung und so. Ich habe da nichts von gesehen. Irgendwie nur in den Videos hinterher. Und ich kann das voll nachvollziehen. Das geht irgendwie so schnell an einem vorbei und dann steigt man aus und ist irgendwie ein bisschen durcheinander und zwar glücklich, aber ja. Vor allem ist. Besteht ja sogar noch die Chance, dass in dem mittleren Bereich, dass man eventuell sogar nochmal anders rausgeschossen wird. Und zwar gibt es zwischen der Station und dieser Drehplatte gibt es dann nochmal eine Blockbremse, wo ein Zug stehen kann, wenn sich irgendwie was verzögert. Also das ist ja immer so bei Achterbahn, dass dann halt die paar Züge sind dann in der Station, die anderen sind dann bei den Blockbremsen. Und das heißt, halt in diesem mittleren Teil, wenn die dann stehen, dann müssen die ja erstmal wieder loskommen. Das heißt, die stehen ja schon auf diesen Magnetstreifen. Aber die werden halt nicht sofort mit 300 km/h irgendwie rausgeschossen, sondern erst ein bisschen nach vorne. Und dann wirst du nochmal nach rückwärts beschleunigt und dann nochmal mit Vollspeed nach vorne. Also das heißt, wenn du Pech oder Glück, je nachdem, wie man das irgendwie haben möchte, kann es passieren, dass du sogar nochmal extra so einen Beschleunigungsstreifen dann noch mitnehmen kannst. Alles, was ich da erlebt, gesehen habe, ja, als Achterbahn-Freizeitpark-Traveler müsste man eigentlich sagen, ich fahre das rauf und runter, aber ich kann es einfach nicht. Mein Körper ist einfach nicht so gemacht. Aber man muss trotzdem sagen, ein absolut großes Kompliment für die Familie Mack. Ein Achterbahn nach 10 Jahren, sag ich mal, letzte war ja Blue Fire, sag ich mal, so als richtige Neuheit. Der Cocoon Coaster war ja ein Refurbishment. Aber man hat ja in den letzten Jahren wirklich schon viel auch gesehen, was der Europapark alles oder Mack Rides alles so bauen kann und in der ganzen Welt dann auch verschickt. Und man hat immer so das Gefühl, der Europapark braucht auch mal wieder so ein richtiges Achterbahn-Highlight, wo diese ganzen Fans und die ganzen Achterbahn-Experten und Nerds und Man hat immer das Gefühl, sie bauen woanders die besseren Sachen als im eigenen Park. Ne? Das ist echt schön, dass es mal wieder andersrum ist. Aber jetzt ist wirklich, also damit haben sie wirklich neue Maßstäbe gesetzt und wenn es die Thematisierung drumherum auch noch, sag ich mal, wenn dann die ganzen Pflanzen angewachsen sind und die ganzen Bäume und die haben Olivenbäume aus Kroatien auch extra auch rangekarrt, also da haben sie schon gezeigt, dass sie es halt auch können. Und was man vielleicht so in anderen Jahren immer mal wieder, ich sag jetzt nur nochmal Josefina, so ein bisschen vermisst hat, an der Detailliebe und Thematisierung, weil sie können es ja. Und das haben sie damit bewiesen. Und noch zu diesem Themenbereich, es gibt auch so einen kleinen Fahrt, sag ich mal, den man dann laufen kann, wo man dann auch der Achterbahn und den Schienen echt ganz nah auch kommen kann. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist neben dem Chivapchichi-Stand, je nachdem, wie man halt läuft, geht da der Weg so. Das sind noch so ein paar schöne Tische dann auch. Und dahinter kann man dann, sag ich mal, diesen Weg dann auch erkunden. Und dann ist ja auch ein Turm, den man dann, das ist wirklich wie so Ruinen, sieht das dann auch aus, wo man dann diesen Turm nach oben laufen kann. Und von dort hat man einen richtig tollen Ausblick über diesen gesamten Themenbereich und da kann man auch echt tolle Fotos machen. Also hätte man das Thema Fotospots auch wieder abgefrühstückt. Ja, das ist immer wichtig. Ja. Ach, schön. Also, ja, also wie gesagt, ich sage mal, wenn wir mal dort sind und dich packst nochmal, dann würde ich das einmal irgendwie fahren, um
mitreden zu können und es einmal erlebt zu haben. Aber ich mache gerne auch Platz für die Coaster-Freaks unter euch und die echten Fans. Und also deswegen, ja, ist ja auch schön, ich muss ja nicht jedem da irgendwie ein Platz wegnehmen. Dann haben die Leute, die sich dran erfreuen, irgendwie können da noch öfter fahren. Und ich erfreue mich auch, das mir anzuschauen. Ich finde das großartig. Ich gucke mir das stundenlang an, wie diese Bahn fährt. Und ich kann wirklich das echt verstehen, die Technik, wie großartig das ist. Ich muss nicht immer drin sitzen. Deswegen danke, Stefan, dass du dich geopfert hast, auch für mich. Aber ich habe wirklich nur glückliche Gesichter gesehen. Also alle, die dann auch so rauskommen, man hört dann auch so ein bisschen zu, das finde ich immer so ganz spannend, dann auch, was so andere Gäste sagen, so voll krass und die krasseste Achterbahn ever und sowas. Und das habe ich den ganzen Tag über auch dann auch gehört. Und auch nochmal ein Insider-Tipp, den wir bekommen haben. Die Geschwindigkeit war erst bei 90 km/h und jetzt haben sie in den letzten Tagen gedacht, Mensch, machen wir doch mal 100 km/h draus. Also das heißt, die haben die Attraktion nochmal beschleunigt und ja, es ist wie gesagt alles neu und läuft ja jetzt erst seit ein paar Wochen. Ja, es gab ein paar Previews für auch die Europapark-Mitarbeiter und dann gab es ja auch, sag ich mal, ja auch das Presse-Opening, aber es ist ja trotzdem eine ganz, ganz junge Attraktion und so technisch aufwendig, dass sie da sicherlich noch die ein oder anderen Sachen dann auch feinjustieren dann auch werden. Ja, wenn sie schneller machen, das ist ja auch gut für die Warteschlange. Genau, ja, aber nicht für den Magen. Also ja. Das Cevapcici hinterher essen. Genau, also ja. Nee, also Cevapcici, ja, war lecker, aber ja, aber also es gibt so viel rund um diese Achterbahn irgendwie dann auch zu entdecken. Für die, die es vielleicht ein bisschen gemütlich haben wollen, es gibt da auch noch im Magic Cinema 4D ja den Voltron-Film, also das heißt diesen 4D-Film. Das ist, glaube ich, ein guter Einstieg in diese Themenwelt, wo ja auch so ein bisschen die Story dann auch erklärt wird. Also das kann man auf jeden Fall dann auch mal machen, wenn man jetzt nicht mit der Achterbahn fahren möchte, also Voltron 4D. Oder es gibt auch in der Europapark-App gibt es auch eine Augmented Reality Experience Voltron Charge. Und das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also ladet euch die Europapark-App und Rolantica-App, ist ja eine, kostenfrei runter. Und dann kann man, sag ich mal, Voltron so wie auf den Tisch so ein bisschen projizieren. Also für alle, die sich jetzt mit Augmented Reality noch nicht so gut auskennen. Auch das ist nochmal ein Tipp. Und ein weiterer Tipp, um allen da noch mehr Lust drauf zu machen, auf VJoy, das ist ja die Streaming-Plattform vom Europapark, gibt es eine wirklich sensationelle Baudokumentation, die auch wirklich sehr humorvoll auch entsprechend auch umgesetzt worden ist. Also es gibt wirklich ein paar schöne Sachen zum Schmunzeln, aber es wird ja vor allem so dieser ganze Prozess auch begleitet, so in den letzten Monaten und Jahren, ja, wie die Achterbahn entstanden ist, ja, mit ganz vielen Insider-Informationen, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. So. Ach, wie toll. Also, das mal so als absolutes Highlight in der Saison. Aber wir sind immer noch nicht fertig. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit. Naja, ich kann stundenlang gar nicht mit dir über den Europapark reden. Sehr, sehr gerne. Aber du kannst dir schon vorstellen, dass eigentlich so ein Wochenende dafür, um das alles zu erleben, gar nicht ausgereicht hat. Also, ja, und genau. Und vor allem, wenn man halt auch da nicht durchrennt oder wenn einer sagt, ah, oh, nee, das ist nichts für mich, ich guck mal die anderen Sachen an. Trotzdem, auf jeden Fall bietet Kroatien halt viel. Ne? Und wirklich mal einzutauchen in diese neue Themenwelt, glaube ich, ohne sie jetzt gesehen zu haben, aber allein, was du erzählt hast, kann ich mir vorstellen, da sollte man ja sich ein paar Minuten investieren. Ja, dann gibt es auch da passend zum Thema, also es dreht sich ja alles um Voltron, Surprise, wo das Eis groß geschrieben ist, Presents Energize, eine neue Show, eine Eislauf-Kunstshow, also in Griechenland. Da sind. Wo man traditionell Eis läuft. Wo man traditionell Eis läuft. Und Spoiler Alert, es sind auch Drohnen auch dort drin zu sehen. Ja, also auch da dreht sich alles um das Thema Elektrizität. Ja, das kann ich. Wir haben es uns angeschaut. Es ist auf jeden Fall eine der besseren Shows, aber trotzdem gibt es keine Show, wo man jetzt irgendwie dreimal gesehen haben muss. Aber das mit den Drohnen, das war eigentlich so ganz nett. Weiter geht's auch noch so ein bisschen kulinarisch. Das möchte ich auch noch erwähnen, das Fjord-Restaurant. Da waren wir da zusammen schon mal drin? Und wie? Ja, das ist eines meiner Lieblingsrestaurants. Ja, weil das hat sich jetzt auch verändert. Also es gibt nach wie vor skandinavische Gerichte, allerdings so ganz anders. Und das, was ich empfehlen kann,
ist der Fischburger in der Kiste. Oh. Du merkst, Sachen in der Kiste, das hatte man ja damals schon so Bubersvens-Zeiten, ja, ja, wo genau. es ja auch so Sachen in der Kiste gab, das gibt's da leider nicht mehr. Aber Fischburger aus Kabeljaufilet in Brioche mit Pommes und so einen Salat mit so einem milden roten Chilis und Ranch-Soße für 15,80 Euro kostet das. Oh, ich wollte gerade sagen, ich würde dafür wahrscheinlich bis zu 16 Euro bezahlen. Ja. Da lag ich ja ganz gut. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, also das lohnt sich auf jeden Fall. Also das macht doch satt. Das macht wirklich sehr satt. Also und klar, im Vergleich zu so einer, hat man entweder so ein paar Cevapcici und so ein Brötchen. Ich will das gar nicht schlecht machen. Ich habe das ja, wie gesagt, es haben trotzdem viele gegessen. Aber dann lieber irgendwie so 5, 6 Euro mehr ausgeben. Da hat man wirklich so ein, du kennst ja den Platz, das Restaurant ist echt wunderschön. Ja, wenn du schön sitzt, hast du nicht auch Blick auf die Wasserbahn? Genau, ja, auf das Rafting. Du hast einen Blick auf hier auf Blue Fire, auf den Looping. Genau, aber die haben eine ganz neue Karte. Also es gibt trotzdem noch Chetbula und Schnitzel, Fischfilet in Pankopanade und so verschiedene Salate auch. Das ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall verändert und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal wieder vorbeizuschauen. Und ein weiteres Lieblingsgericht, Restaurant, das wäre welches? Was erwähne ich jedes Mal? Hier das Asiatische, Bamboo Bay, nein? Ja, auch. Nee, aber davon spreche ich nicht. Und zwar Spices. Das Restaurant Spices mit dieser wunderbaren Terrasse, wirklich auch mit Blick auf das Rafting, ist jetzt vom 1. Mai bis zum 16. Juli komplett vegan umgestellt. Und das finde ich auch mal wieder ein, was heißt mutiger Schritt. Ich meine, heutzutage ist die vegetarische und vegane Küche eigentlich schon Normalität. Ich hätte es schöner gefunden, also vorher war ja auch so ein bisschen, also die wechseln ja ganz oft die Küchen, afrikanisch und was es da auch schon alles gab. Ganz tolle Currys gab es dann auch immer. Ich finde, so in Zukunft, also ich gucke mir das auf jeden Fall auch mal an und werde auch mal was Veganes auch mal ausprobieren. Ich finde, in Zukunft sollte man einfach einen Mix machen. Also warum bietet man nicht was mit Fleisch und ohne Fleisch und vegan und vegetarisch an? Da ist doch dann jeder glücklich, weil da gab es auch schon wieder so einen großen Aufschrei. Ja, jetzt wird alles vegan und jetzt kann man nirgendwo mehr essen gehen. Ja, ihr werdet alle noch überall Fleisch essen, keine Sorge. Aber ja, ich meine, mein Problem ist mit veganen Sachen nur, dass es häufig irgendwie Nüsse und so auch genommen werden, um Dinge zu substituieren. Und da ich kein Nüsse essen kann, fällt da für mich auch vieles weg. Deswegen muss ich immer genau aufpassen. Aber klar, also natürlich würde es Sinn machen, das eine so und so anzubieten. Genau, ne? Und dann irgendwas zu ersetzen. Aber ich meine, andererseits, wenn du halt dich komplett darauf spezialisierst, wissen Menschen, die vegan leben, oder auch andere Menschen, die nicht vegan leben, die einfach mal Lust drauf haben, gibt's ja auch viele leckere Sachen, und wissen halt, dass sie halt leider nicht groß nachdenken können und einfach alles frei von der Karte bestellen können, ist ja auch mal ganz nett. Ja. Ja, also man muss es ausprobieren, wie du schon gesagt hast, es gibt solche und solche veganen Gerichte. In dem Green Force Beef Style Bowl sind übrigens auch Mini Cevapcici drin. Also da wird der Faden wieder aufgenommen. Diesmal vegane. Aber man sieht jetzt nicht, aus welchen, also aus was es jetzt gemacht wurde. Also aus was. Vegan Chichis. Ja, es gibt aber auch Mangolassi, Flanenbrot mit Dips, Süßkartoffel, Kokossuppe. Genau, es gibt verschiedene Bowls halt. Chicken-Style-Bowl, Tofu-Style-Bowl. Aber halt Chicken ist halt dann nicht Chicken, sondern es ist halt irgendeine Alternative aus Soja oder... Da mache ich jetzt kein Wortspiel aus Chicken und ja, aber es klingt auf jeden Fall lecker. Ihr werdet es bald in meiner Story sehen. Aber wir haben auch, wo wir jetzt gerade hier auch beim Thema kulinarische Tipps auch sind, haben wir, glaube ich, auch noch einen kleinen Tipp für einen Snack auf die Hand. Oh, weil, immer gut. Weil manchmal will man ja auch nicht entsprechend jetzt ins Restaurant gehen oder will einfach nur mal was snacken, vielleicht auch mal in den Warteschlangen. Und da habe ich oder wir, du kriegst es noch, ein wunderbares Paket so geschickt bekommen von Maika. Und zwar Maika Salzstangen und Salzbrezeln. Und ihr kennt ja auch schon die Zusammenarbeit mit Maika ja schon von meinen Events. Und da kannst du ja auch schon auch große...
türkisch reden. Da habe ich sie auf jeden Fall schon gesnackt und ich liebe sowieso alles, was mit Lauge und Salz zu tun hat, in jeglicher Form, Salzbrezeln, aber vor allem auch Salzstangen und so kleine Salzbrezeln. Großartig. Und wenn das die sind, die ich schon mal probieren durfte, dann sind die mega, mega lecker. Ich finde die vor allem gut, weil ich meine, Maika sitzt ja im Schwarzwald, das heißt ja wie ein regionaler Partner. Auch das ist ja schon mal nochmal lobenswert. Der Europapark setzt schon auf ganz, ganz viele Firmen, die in der Region sind. Finde ich toll, dass das jetzt nicht irgendwie billig aus dem Ausland irgendwie eingekauft wird. Das Besondere, und deshalb will ich den Tipp einfach auch da nochmal geben, also ich meine, die Salzstangen sind ja eh immer super lecker, aber die gibt's halt im Europapark in diesen Dosen mit einem speziellen Ad-Euromaus-Design. Also das heißt, achtet mal drauf, egal in welchen Shops ihr dort seid oder Snacksstände, eigentlich diese Maika-Dosen, die sind in blau, die leuchten eigentlich euch schon wirklich aus der Ferne auch an. Und ich finde eigentlich, also ich denke immer wieder drüber nach, aber das ist halt wirklich der perfekte Snack für einfach, ich pack's in den Rucksack, weil das kann man dann auch so verschließen irgendwie, dann holt man ein paar Salzstangen raus und die werden halt auch, wenn dieser Deckel drauf ist, die werden auch nicht lätschig. Also das... Ja, das ist anders als jetzt irgendwie so eine Tüte oder so, ne, die manchmal drin sind, dann auch, wenn ich an die Kinder denke, dann spielen die damit rum, dann fliegt da alles raus und dann hast du überall diese Salzstangen und da machst du einen Deckel drauf und ja, der ist natürlich jetzt auch nicht, ne? Ist jetzt nicht kein Folgeschloss dran, aber es ist trotzdem, ist es auf jeden Fall stabiler und die gehen nicht so schnell kaputt, habe ich festgestellt. Ja, also und das ist wie gesagt halt einfach der Tipp, dass es halt das nur in diesem Design mit diesem Europapark-Kontext dort in dem Park dann auch gibt. Das ist im Übrigen, das muss ich auch nochmal sagen, ich liebe ja auch gebrandete Snacks und das haben ja große, ganz große Parks häufig. Das habe ich jetzt gerade im Europapark und so, ne? Also das ist immer gut. Irgendwie finde ich, wenn ich in so einem Park bin und es gibt irgendeinen Snack, der gebrandet ist, habe ich noch mehr Bock, den zu kaufen. Also und du hast im Zweifel was du so als Souvenir noch mit heimnehmen kannst oder so. Und dieses Parkgefühl, wenn du das da holst, ist es nicht fertig und du snackst es dann am nächsten Tag daheim fertig, hat man immer noch mal so ein bisschen Park-Feeling. Finde ich immer toll. Ja, also, aber um es vielleicht auch nochmal klar zu machen, also Maika gibt es auch im Einzelhandel überall, also wenn ihr jetzt nicht in Europa kommt, also achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, gibt es da Salzbrezeln und Salzstangen und es gibt auch eine Bio-Linie, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Maika auch zusammen und werde es hoffentlich auch noch die nächsten Jahre nicht nur allein für diese Snack-Pakete, die man dann ab und an dann auch bekommt und jetzt du bekommst sie auch noch. Und es ist auf jeden Fall auch vegan und dann haben wir die Brücke wieder auch zu Spices auch geschlossen. Ja, sehr gut. Ja, ich bin trotzdem immer noch nicht fertig, also es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, aber was ich auch noch erwähnen möchte, was das Thema Neuheiten angeht, sind die Europapark-Hotels. Aha. Und da bist du ja auch ein sehr großer Freund. Auf jeden Fall. Das kann ich sehr gut. Also zum einen, wir haben mal wieder übernachtet im Hotel El Andalus. Das ist ja dieses spanische Hotel. Und das gefällt mir eigentlich immer mehr und wird so langsam auch so ein bisschen zu meinem kleinen Favoriten, weil du bist halt direkt am Park. Also Genau. Das ist halt, du kannst halt sofort vom Bett irgendwie zum Hoteleingang bist du in wenigen Sekunden. Klar, die anderen Hotels und Colosseo und wie sie auch alle heißen, da ist man auch schnell, aber nicht so schnell, wenn man dort irgendwie ist. Also, was ich auch toll finde, die Betten. Die Betten sind wirklich, also ich habe jetzt in jedem Europapark-Hotel einmal übernachtet. Und ich möchte wirklich sagen, die Betten im El Andalus sind wirklich die allerbesten. Und da möchte ich gerne die Community mal aktivieren. Schreibt mir mal bitte, ob ihr das auch so seht. Weil das Bell Rock war ja immer, und es ist auch nach wie vor, auch so ein Hotel, das ist super schön thematisiert. Und ich mag auch total das Design. Aber die Betten sind echt ein bisschen in die Jahre gekommen. Also das ist dann immer so, dass ich dann morgens aufwache und dann so, oh, so ein bisschen Schulter. Und irgendwie das El Andalus hat ja auch diese Boxspringbetten, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren auch bekommen, aber die sind halt echt gut im Schuss. Und irgendwie war das, also das wird immer mehr zu meinem Favoriten. Was da neu ist in dieser Saison, die haben den gesamten Innenhof auch komplett renoviert. Also der sieht jetzt wirklich top moderner noch aus. Vorher war der auch nicht schlecht, aber halt ein bisschen verwildert. Jetzt haben sie auch so eine schöne Außenterrasse für die Restaurants auch hingebaut. Der Pool ist nach wie vor auch noch da für die Hotelgäste. Also das kann man auf jeden Fall auch machen. Und
Wir haben zum ersten Mal, wir versuchen immer mal wieder auch was Neues auch auszuprobieren, im Restaurant Don Quixote gegessen. Und zwar haben wir, und auch da auf die Preise nochmal kurz zu gucken, weil das ist, können wir auch empfehlen, haben wir die Tapas-Variante mit kalten und warmen Tapas für zwei Personen genommen. Und es kostet 34,50 Euro pro Person. Aber das war wirklich eine riesen Portion. Also das ist, und das hat uns einfach so gefallen, weil man saß dann so in diesem Restaurant, was ja auch so ein bisschen halt, also im spanischen Design auch daherkommt. Und dann halt war so ein Türmchen mit die, wie man halt das kennt, diese wie heißen denn diese Tapas-Schälchen halt, diese. Ja, genau. Ja, weißt du, diese blauen, genau. Die auch irgendwie. Und das war halt irgendwie, ich fand das einfach schön, weil das halt so was Kommunikatives war, weißt du, da hat sich jeder dann so bedient und jeder hat sie dann auch sowas gemacht und gerade so kulinarische Tipps gebe ich ja immer ganz gerne. Also, das könnt ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Jetzt abseits vom Captain's Finest in Bell Rock, was ja auch eigentlich mein absolutes Lieblingsrestaurant ever ist. Also das heißt, wenn ihr irgendwo mal schön essen gehen wollt, ja, Captain's Finest is the place to yes. be. Und ganz kurz, bevor ich hier mit meinem Monolog weitermache, was ist denn dein Lieblingsrestaurant? In den Hotels? Mhm. Also ich muss sagen, ja, also von allen, ich habe erst ja noch nicht alle probiert, aber bislang hat mich auch das Captain's Finest, da waren wir ja nun zusammen essen, am meisten begeistert. Vor allem, da lief ja übrigens auch ein Captain rum. Das ja. ist ja schon mal allein das, was irgendwie, fand ich eine geile Thematisierung. Ja, und das auch Essen super. Essen super und auch eine Liveband. Also die haben auch immer so Streicher, wo dann auch hier My Heart Will Go On dann auch so, abends dann auch so. Weil es ist ja wie auf so einem Schiffsdampfer ist ja so die Thematisierung und gut, untergegangen sind wir nicht. Aber ja, das war auf jeden Fall, also das kann ich auf jeden Fall auch immer empfehlen. Und dann haben wir noch ein Update bei dem Hotel Kronasar. Da gibt es ja direkt daneben das Adrenaline. Auch das, ich weiß, ich wurde schon ganz oft gefragt, Jens, auch das müssen wir mal zusammen machen. Ja, ich weiß, sehr, sehr gerne. Das ist natürlich schon irgendwie eine Preisfrage, aber ja, das, vielleicht gönnen wir uns das mal. Also wir müssen eigentlich, denn es gibt jetzt auch da zwei neue Angebote. Einmal gibt es die Adrenaline Late Night. Das ist eine Cocktail Experience. Das heißt, das ist eine Light-Variante ohne Essen. Das heißt, man durchfährt dann in diesen Floating Chairs dann, ich glaube, nur drei Räume und jetzt nicht alle. Also man sieht jetzt nicht alles. Aber ich sag mal so, das ist halt die Light-Variante, um mal in das Thema reinzukommen. Das gibt's immer freitags und samstags für 135 Euro pro Person. Darin ist diese Experience inklusive, die fünf Cocktails. Ich glaube, kleine Snacks werden noch gereicht. Und Live-Act und DJ in der Bar und sowas. Also es ist halt dann eher so ein... Man braucht natürlich dann den Unterschied zu den 200 Euro sonst als für das Taxi dann. Weil ja. nach fünf Cocktails kommst du halt sonst nicht mehr heim. Ja, das auf jeden Fall. Aber, und das ist auch neu, es gibt auch, wenn Kapazität da ist, kann man auch als Nicht-Adrenaline-Gast die Bar besuchen, indem man ein Cocktail-Package bucht. Das kostet dann einmalig 50 Euro. Da sind dann drei Cocktails drin. Die kann man auch nur vor Ort dann auch buchen. Also das heißt, man geht da hin, fragt, gibt es halt dieses Cocktail-Package? Wenn ja, kann man dann in die Bar dann auch gehen. Aber man sieht halt nichts von der Experience. Es ist halt wirklich dann nur die Bar, was ja... Man wird nicht rumgefahren. Genau, sondern man geht da hin, trinkt drei Cocktails. Jetzt sagt man erst mal 50 Euro, ist ganz schön viel. In einem Freizeitpark oder generell in Bars, wo man jetzt nicht von 0815 Cocktails spricht, ist eigentlich das ein fairer Preis. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Ja, also mittlerweile zahlst du auch irgendwie 20 Euro für den Cocktail. Vollkommen verständlich, ja. Nee, also das ist auf jeden Fall, ja. Ja, also wir müssen aber immer noch dieses Thema, also du ja auch und ich ja auch, wir lieben ja auch Dark Rides und deswegen irgendwie vor allem trackless, eine schienenlose trackless Ride Experience und dann bringt dir doch einer Essen und du fährst von Raum zu Raum. Allein das, ja, ich weiß, ich muss das mal erleben. Das ist, schiebt mich schon ganz lange vor. Ja, also definitiv. Ihr wolltet, und zur ganzen Not haben wir immer noch die Ausrede, wir machen das für euch da draußen. Ihr wollt ja auch hören, wie es uns da gefallen hat. Definitiv.
Und also ich merke schon, wir müssen einfach noch weitere Folgen aufnehmen. Es gibt einfach so viel zu erzählen, denn es gibt ja auch noch das Camp Resort, also wo man dann auch zelten und campen kann. Da gibt es ja auch die Tipi-Zelte. Da ist auch ganz neu oder relativ neu, es gibt jetzt auch so Komfortplanwegen aus Holz. Die sehen super schön thematisiert aus. Also richtig, richtig schön. Da ist das Besondere drin, hat Heizung und Klimaanlage, einen Fernseher und einen Kühlschrank. Genau, weil die anderen sind ja wirklich nur die Räumlichkeiten, also diese Planwagen, wo man sich so reinlegen kann. und genau, was auch mit dabei ist, Matratzen, Spannbettlaken, Decken, Kopfkissen, also WLAN, Steckdosen, also da ist alles soweit mit dabei. Das Einzige, was nicht mit dabei ist, sind halt die sanitären Anlagen. Also das heißt, Toiletten und Co. Genau, es gibt ja dann diese großen Sanitärhäuser. Gibt es da irgendwie auch einen schönen Begriff für? Also, oh, nee. Nee. Also, wenn ihr einen kennt, schreibt es uns sonst. Ihr wisst, was wir meinen. Das war immer das, wo ich gedacht, also das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, weil irgendwie will ich jetzt nicht Zähne putzen mit irgendwie 1000 anderen Leuten. Das geht noch, aber wenn du irgendwie nachts auf Toilette musst und so, und dann musst du da irgendwie hinlatschen. Oh ja, ja. Vor allem, wenn es kühl ist, ja. Aber, und das vielleicht so ein bisschen Ausblick, also es ist jetzt noch nicht so groß thematisiert worden, aber es gibt ja auch schon Baupläne und Bebauungspläne für eine Camp-Resort-Erweiterung, die ja dann so ein bisschen die Lücke schließen soll, und zwar ein schönes Hotel, vielleicht auch so ein bisschen Motel, also so eine Kombination, wo man dann einfach in schönen Themenzimmern übernachten kann, wo man dann auch die Toilette dann noch hat, aber sag ich mal, preislich vielleicht ja zwischen Tipi-Zelt, Planwagen und Hotel Kronasar. Also irgendwo so in der Mitte wird sich's entsprechend dann noch einpendeln. Seitens Europaparks ist da jetzt noch keine Zeitschiene irgendwie genannt worden. Ich spekuliere aber auf nächstes Jahr, weil es gab auch den Neuheiten-Trailer, da wurde ja schon auch signalisiert, hey, es kommt was Neues auch. Also auch da werden wir uns drüber freuen können, dass es da noch mehr Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Klar, der Park wird immer größer, es kommen immer mehr Gäste, die müssen oder wollen ja auch irgendwo auch übernachten. Ja. Dann gibt's da auf jeden Fall auch da die Möglichkeit. Aber auch drumherum, rund um Rust, rund um den Autobahnzubringer sind so viele neue Hotels auch entstanden. Also die sprießen gerade wie die Pilze irgendwie aus dem Boden. Also wer sagt, ihm ist es nicht egal, wo er schläft, aber es muss jetzt kein Europapark-Hotel sein. Auch da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir schon ausprobiert haben. Von dem Moxie, was wir ja auch empfehlen können, was ja direkt auch beim Baroque dann auch ist. Wie heißen sie noch alle? Also wenn euch das Thema interessiert, sag ich mal, auch an anderen Hotels, dann gebt uns da gerne Bescheid, dann können wir auch dazu auch nochmal. Also ich habe ja meistens außerhalb sogar gewohnt, wobei natürlich, ne, gerade bei den Hotels, da muss man gucken, so als Package-Deal oder wie auch immer, ne, gerade wenn du Kronasar machst, ne, und hast diesen Vorteil dann auch mit Rulantica und so, also da lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken, auch wenn die auf den ersten Blick ein bisschen teurer sind, aber man hat den einen oder anderen Vorteil dann damit eingekauft. Aber auch, ich habe trotzdem meistens draußen geschlafen und habe da auch echt in guten Hotels und vollkommen okay. Und gerade die neuen sind ja dann irgendwie frisch gebaut, ne? Und absolut okay und auch preislich dann okay. Ja, also gerade Holiday Inn haben wir auch schon übernachtet, das war ja auch irgendwie super. Ist ein 3-Sterne-Hotel, hat einen Durchschnitt von 4,6 Bewertungen. Da kann man auch mal schon mal für 100 da irgendwo auch mal schlafen. Also es muss nicht immer der Europapark sein. Es ist natürlich, wie du schon gesagt hast, schön, hat ganz, ganz viele Vorteile. Man hat die tollen Bars, man hat die Thematisierung, man hat auch, sag ich mal, die Vorteile, als Hotelgast schon früher morgens in den Park zu kommen. Ja. Das muss man alles dann auch gegenrechnen. Also ich würde immer auch das bevorzugen. Aber ich sag mal so, wenn man halt auch mal abends später anreist und jetzt nicht den ganzen Tag da ist oder eh nur zum Schlafen ins Hotel geht, dann braucht man jetzt nicht den Europapark da irgendwo ein Zimmer dann auch buchen. Also, ja. Genau. Ich bin trotzdem gerne Gast und nutze auch ganz gerne die Wellness-Einrichtungen und war jetzt auch am letzten Wochenende dann mal eine Stunde auch am Pool schwimmen, also gerade beim Baroque. Also, ich fühle mich im Europapark einfach immer wie zu Hause und es fühlt sich gar nicht an wie ein Freizeitpark, sondern ich glaube, das, was man sagen kann, es gibt einfach für jeden Geschmack, ob man jetzt krasse Achterbahn fährt, wie mit Voltron Nivera oder gemütlich irgendwie auf einer Food Experience geht mit Adrenaline in den Wellnessbereich, in allen Themenhotels dann. Also es gibt wirklich von langsamen Fahrten, Adventure Trail, tollen Restaurants. Ich weiß gar nicht, wie man das zusammenfassen soll. Ich finde einfach, und das macht den Europapark aus,
dass es so eine Wucht ist, sei es mal ein Freizeitpark hier innerhalb von Deutschland, der Park immer größer wird, immer moderner, immer mehr auch anbietet. Und da haben wir noch gar nicht über die Halloween-Zeit gesprochen, gar nicht über Winter, gar nicht über Rulantica. Das ist ja, da gibt's auch schon wieder Erweiterungspläne und Neuheiten. Also sagt uns gerne jederzeit Bescheid, über was wir sprechen sollen. Sollen wir nochmal eine Tipps- und Tricks-Folge aufnehmen zu den Hotels oder nochmal zu einzelnen Attraktionen? Also ich glaube, da könnten wir eigentlich nur einen Europapark-Podcast an sich füllen. Vielleicht schließen wir uns dann doch nochmal im Studio oder noch ein direkt ja, im Park. Ja, wirklich. Also das war ja auch schön. Ja. Und bevor wir jetzt aber Sendung oder die Folge schließen, möchte ich nochmal von einem Highlight der besonderen Art sprechen, denn der Europapark ist ja auch eine Austragungsstätte für ganz, ganz viele Events und Veranstaltungen. Und ich habe es zwar nicht so getimt, aber war dann überrascht, denn dieses Jahr wird Deutschland sucht den Superstar im Europapark produziert. Ich höre deine Freudenrufe jetzt. Ich hatte auch hier und da Bilder gesehen von Leuten, die da waren, und ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es die Sendung noch gibt. Ich finde die Sendung ganz furchtbar. Ich finde sie ganz schrecklich. Ich finde sie auch ganz schlimm und schon seit Jahren. Aber ich finde, es ist trotzdem deutsches Kulturerbe. Ja. So dass ich zumindest mal 5 Minuten dort stehen musste und mir das mal angucken musste. Denn die Jury rund um Dieter Bohlen war ja jetzt ja wirklich im Europapark. Also die hatten eine Die sind halt von Tag zu Tag so ein bisschen auch gewechselt, so dass sie da einfach verschiedene Eindrücke nach haben. Einmal waren sie in Frankreich, einmal waren sie in Portugal vor Atlantica Supersplash, dann waren sie im Colosseo da auch in diesem Innenhof und haben da die Castings durchgeführt. Okay. Und ich fand das halt schon spannend, also eher das Drumherum zu sehen, wie viele Leute das irgendwie dann auch, also wie viele Leute da im Hintergrund dann auch sind, wie popelig eigentlich auch diese, also ich weiß nicht, das sieht so, also im Fernsehen sieht das teilweise halt sehr hochwertig aus, also in dem DSDS-Rahmen. Ja. Aber vor Ort irgendwie dieser Tisch war gefühlt auch so eine Holzspanplatte irgendwie dann okay. auch. Also es wirkt jetzt nicht so glamourös, wie es dann doch im Fernsehen dann auch mal rüberkommt. Und, ach, spannend. Die Jury ist dann an mir auch vorbeigegangen. Also Dieter Bohlen ist ja mit dabei, Beatrice Egli, Loredana und Pietro Lombardi. Und Beatrice Egli war die Einzige, die auch nach einem langen Tag noch sehr nett zu ihren Fans waren. Und alle anderen waren eher so, wir gehen jetzt sofort irgendwie Dieter Bohlen ist. Also der ist so an mir vorbeigezischt, da konnte man noch nicht mal einmal atmen. Also nicht, dass ich jetzt ein Bild mit ihm wollte, aber ich wollte ihn halt einfach einmal so vom Namen sehen. Ja. Genau. Habe ich jetzt gemacht, Bucketlist, Haken dran. Und also wir können uns freuen oder auch nicht, den Europapark dann in diesem Umfeld dann auch im Laufe des Jahres zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber das dauert auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem krass. Sind Sie auch Sachen gefahren? Ja, Dieter Bohlen hatte natürlich das Handy in der Hand, sei es mal während der Attraktion, war es vielleicht auch nicht ganz so geschickt gewählt. Oh Gott. Ich glaube, Atlantica Supersplash habe ich gesehen und die Bobbahn, aber die sind bestimmt auch. Ich glaube, die Beatrice, die fährt ja alles irgendwie. Ich glaube, die ist bestimmt auch die neue Achterbahn gefahren. Aber ich habe die jetzt nicht so verfolgt, dann auch so im Nachhinein. Okay. Was ich aber noch sagen wollte, ist, zum einen fand ich auch beachtlich, wie viel Räume diese ganze Produktion auch angemietet hat. Also in den Hotels überall hat man halt so Produktionsbüro hier, Produktionsbüro da, überall irgendwie 1000 Leute. Man hat auch genau schon von Weitem gesehen, welche Menschen Gäste sind des Europaparks und welche zu diesem ganzen Produktionsteam gehören. Weil alle mit Produktionsteam hatten dicke, weite Jacken an, so eine Beanie-Mütze, 1000 irgendwie so VIP-Pässe, Zugänge irgendwie um den Hals, sogar so, weißt du, so ein richtiger Busch an irgendwie 1000 Ausweisen, Sonnenbrille und Baggy-Jeans. Das war eigentlich spannend. Alle sahen so aus, wirklich alle. Und das, also vielleicht auch da nochmal so, weiß ja, Stefan, der Freizeitpark-Traveler, Backstage-Reporter, DSDS auch, entsprechend abgehakt. Aber es ist wirklich schwierig, alle Neuheiten im Europapark in einer Folge unterzubringen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr letztes Jahr da gewesen seid, geht auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal hin. Und jetzt, wir müssen da auch nochmal irgendwie einen Termin auffinden, weil es ist einfach so schön, wie sich dieser ganze Park dann auch entwickelt hat, wie auch alte Attraktionen jetzt nach und nach refurbished werden, neue Sachen entstehen. Also da bin ich sehr gespannt, was der Europapark in den nächsten Jahren auch noch bereithält. Und mit Kroatien haben sie ja, sag ich mal, den ersten Bauabschnitt jetzt auch feierlich eröffnet. Da sollen weitere Themen, Attraktionen, Restaurants auch noch kommen. Ich
bin begeistert, wie du hörst. Ich hoffe, es ist so rübergekommen. Ja, ich kaufe es dir ab. Aber ich habe ja in der Tat auch mal wieder Lust bekommen. Vor allem eben, wie du sagst, ne, wegen den jetzt umgebauten Attraktionen. Klar, Voltron wäre wahrscheinlich eher, Paul Parimatz, wahrscheinlich eher aus der Ferne. Und aber trotzdem, ja, gibt es da auch genug. Und wenn es nur ist, um mir die gebrandeten Brezeln zu kaufen, beziehungsweise Sticks oder mal die unterschiedlichen Sandwiches mit Chimapchichi auszuprobieren. ob mit oder im oder neben dem Sandwich. Nein, mega spannend. Also klar, Europapark, muss ich ehrlich sagen, war ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Hab schon sehr viel Lust darauf mal wieder. Und wenn es darum so ist, dass ich das nutze, dass alle Leute zu Voltron Nevera rennen und ich in Ruhe dann ein paar Mal meine Lieblingsattraktion Arthur fahren kann, morgens, wenn noch nicht so viel los ist. Und trotzdem noch zwei, drei Neuigkeiten möchte ich trotzdem noch, damit es halt auch vollständig ist. Zum einen, auch der Haupteingang ist komplett überarbeitet worden. Also, das habe ich gesehen, das war eine sehr gute Idee. Also die haben ja wirklich ganz viele Kastenhäuschen abgerissen, den ganzen Boden neu bepflastert dann auch, also so eine riesen LCD-Wand dann auch entschieden oder so ein Band, was sie dann auch individuell bespielen können, weil ja heutzutage die Leute ja keine Tickets mehr vor Ort kaufen. Sie können es zwar, aber macht es nicht, es kostet auf jeden Fall deutlich mehr und sogar noch einen Aufpreis. Bestellt die Tickets einfach über den Europapark Online-Shop, da hat man es bequem auf dem Handy, man geht dahin, scannt ab, ist sofort drin, also auch das eine super gute Idee gewesen, diesen Haupteingang dann auch zu überarbeiten. Ja. Dann ist auch noch neu, entsteht gerade in Island der Wasserspielplatz. Ich weiß nicht, ob du den noch in Erinnerung hast. Little Island, Little. Ist auf jeden Fall anders geschrieben. Also übertragen, so, aber so ja. Little Island, genau. Genau, der wird auch gerade aktuell, der ist noch nicht fertig, aber der wird auch komplett überarbeitet. Also das ist auch auf jeden Fall ein Tipp für Familien mit Kindern im Sommer. Die können da spielen, toben. Nehmt auf jeden Fall Wechselsachen dann noch mit. Und also, ich könnte jetzt wirklich stundenlang erzählen von Traumatica, was dann auch noch kommt und die Weihnachtszeit und die ganzen Events und alles, was sie da rundum machen, machen sie gut. Das Einzige, was sie nicht gut machen, ist das neue Design von Ed und Adam Euromaus. Ich wollte es trotzdem noch in der Folge unterbringen. Ein Refurbishment vom Design. Ja, ich bin offen für Neugestaltungen und auch offen, um in die Zukunft zu denken. Ich finde das neue Design auch von den Maskottchen aber wirklich fürchterlich. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich hoffe, dass sie da einfach nochmal so ein bisschen an den Zähnen schleifen. Also, ich weiß nicht, hast du dazu noch eine Meinung oder stehe ich da irgendwie also noch allein da? Ich fand's nicht so wirklich schön. Ich habe aber auch jetzt komplett, also die Aufregung nicht verstanden. Also, ich weiß es nicht. Ich finde Ed und Edda jetzt nicht so schlimm. Also ja, ein bisschen anders, aber ich kann damit leben. Okay. Oh, sorry. Ja. Snorri. Snorri, genau. Okay, dann lieber gut. Snorri. Aber ich bleibe ich bleibe Team Snorri. Ja, ich bin auch. Ich hoffe, dass die Snorri noch uns lange in der Form erhalten bleibt und nicht da auch irgendwie was. Genau, Finger weg vom Snorri. Genau. Euromaus könnt ihr machen, was ihr wollt, aber Snorri bitte nicht. Oh Jens, es hat mir wieder unglaublich viel Freude gemacht. Ich glaube, wir beide könnten jetzt sofort ins Auto springen. Ja. Und das nochmal alles so live auch erleben und und wir haben wirklich viel gelobt, möchten auch da nochmal sagen, es ist keine Folge, die jetzt in Zusammenarbeit mit dem Europapark entstanden ist, sondern ich war nicht auf Einladung da, ich habe ganz normal meine Jahreskarte genutzt, ich habe ganz normal den Aufenthalt und die Hotelbuchung bezahlt. Mir ist es trotzdem wichtig, das einfach nochmal zu nennen, weil sonst immer sagen, ihr lobt irgendwie alles. Wobei, wir hatten ja auch ein paar kritische Sachen auch in dieser Folge drin. Genau. Ihr wisst ja, wie gesagt, Chihuahua nur in Spanien kaufen. außer der Europapark hört jetzt zu und erhöht jetzt die Preise auch in Spanien. Das wäre natürlich doof. Aber genau, dann sind wir dran schuld. Genau, dann zahlen wir euch die Differenz aus. Nein. Oh Gott, nein, bloß nicht. aber es ist, wie ich immer gesagt habe, es ist der Park, mit dem bin ich groß geworden. Die meisten Besuche in meinem Leben gelten dem Europapark und von daher finde ich es einfach schön, jedes Jahr so viele Neuheiten zu entdecken. Und dieses Jahr sind es halt wirklich viele Neuheiten. Und das muss man würdigen, man muss hinfahren, man muss sich selber anschauen und das dann davon meckern oder loben, zustimmen. Genau. Genau. So. In der Tat. Ja, ah, schön. So, mega dann, lange Folgen. Genau, bleibt uns an und zu sagen, macht es besser als wir, fahrt einfach hin oder besser als ich zumindest. Wenn wir dort so ein bisschen, ich werde auch mich mal wieder auf den Weg machen, aber ihr, wenn ihr es gehört habt, hoffen wir, ihr habt ein bisschen Lust bekommen auf den Europapark
Und ja, und sagt uns dann irgendwann mal, ob wir recht hatten. Oder du zumindest. Ja, also ja. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Wünsche habt für die nächsten Folgen, es kommen ja noch einige Highlights auf uns zu dieses Jahr, dann schreibt uns gerne, dann können wir das mit berücksichtigen. Und wenn euch die Folge sehr gut gefallen hat und ihr generell gerne unseren Podcast hört, dann würden wir uns auch sehr über eine Bewertung freuen. Das geht ja bei Spotify wie auch bei Apple Podcasts. Also nutzt da gerne die Sterne-Funktion oder auch die Kommentarfunktion, um euer Feedback dazulassen, oder schickt uns gerne auch private Nachrichten auf Instagram. Dich, Jens, findet man ja unter Mausgebabbel. Mich immer und immer wieder unter Freizeitpark Traveler. Und ja, ich freue mich noch auf ganz viele tolle Ausflüge dieses Jahr. Und mit dir hoffentlich zusammen, Jens. Und in der Stunde 40, die jetzt die Folge gelaufen wäre, wäre ich eigentlich schon in der Zeit im Europapark gewesen, wenn ich mir ins Auto gesessen hätte. Also, ach was. Ja, also vielleicht, genau, vielleicht habt ihr einen ähnlichen kurzen Weg, dann könnt ihr bei der Fahrt diese Folge hören und seid perfekt eingestimmt für den Europapark. Dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Jens. Hat mir wieder eine große, große Freude gemacht. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.